sind's wieder für euch, André und Benjamin. Moin, moin, liebe Leute. Es startet schon mit einer gereizten Stimmung, Ja, André ist mir gerade schon wieder auf den Sack gegangen. weil ich mir nichts aufschreiben kann. Richtig. Aber naja, wie zwei Eltern, die sich streiten, haben wir auch ein Kind, was zuguckt, Ein Kind aus was dem aber nicht fernen unser, Osten. genau, was aber nicht unser Kind ist. Und zwar haben wir als Gast heute den guten Nils. Moin, moin. Moin, ich sage jetzt ab jetzt nur noch Mama und Papa, das wissen die. Ja, das ist unser Gast für heute, Nils, Schön, dass du a.k.a. da Captain bist. Ahab. Hi. Ja. Jo. Ich sagte gerade, das Kind aus dem fernen Osten. Der Nils hat nämlich schon ziemlich gute Erfahrungen mit dem Set gesammelt, würde ich mal so sagen. Also er hat halt, wo hast du es gespielt? Ne, auf der World Premiere in Tokio. Nice. Hatten wir die Chance, dann schon eine Woche vor dem Rest der Welt das Set entsprechend zu spielen, und es war schon sehr interessant. Ja, glaube ich gern. Interessant klingt ja erstmal, klingt ja interessant. Denn gut interessant oder so eher nicht so gut interessant? So schon mal als Ersteindruck. Also interessant schon mal allein aus dem Grund. Ich bin ja da hingeflogen, hauptsächlich auch das Calling dann zu spielen. Was sich ein Okay. bisschen damit beschäftigt hat, dann wusste man, dass man den zweiten Tag im Draft, wenn man denn so weit kommt, auf Japanisch draften muss, mit Das ist richtig Japanisch quasi krass. Ach kann. krass. Das wusste ich gar Und nicht. das bedeutete dann, dass man sich schon vorher Screenshots von den Card Galleries gemacht hat und dann im Flieger fleißig Kartenbilder Und dann auswendig lernen, Zahlen ne? gebüffelt hat. Ja. Ach du Scheiß. Und dann wurde Krass. so ein Buch auch irgendwie verteilt, ist das korrekt? Dass es so ein Players Book gab, irgendwie Genau, vor Ort? am Freitag direkt war ja die World Premiere als erstes Event. Und da waren entsprechend schon die Matten auf den Tischen verteilt. Und jeder Teilnehmer hat dann auch so einen Übersetzungskatalog quasi mit an die Hand bekommen, wo dann die Karten entsprechend Nummern sortiert waren und mit Englisch und Japanisch gegenübergestellt wurden. Ah, das ist aber nice. Krass, cool. Und Ja. so erstmal, wann bist du hingeflogen? Wann ging's los? Sollen wir nicht erstmal einen Schritt zurückgehen, dass der Nils sich einmal kurz vorstellt? Stimmt, wir sind schon voll drin. Wir sind schon voll drin, genau. Ja, also ich bin Nils, ich komme aus der Nähe von Hamburg. Viele kennen mich wahrscheinlich. Ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei. Ich glaube, Benjamin, wir haben sogar ungefähr genau zeitgleich angefangen, als wir damals uns bei Voxy die Online-Armories um die Jo, das Ohren stimmt. gehauen Das ist richtig. haben. Bin selbst jetzt mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, schon knapp über 40 Jahre alt. Hab eigentlich kaum eine offizielle TCG-Vergangenheit. Andererseits, als Schulkind in den 90ern fing es mit Magic doch ein bisschen an, Boah, als yo, kenne ich. ein Kumpel einfach mal Karten mitgebracht hat. Und da haben wir da so ein bisschen auf dem Schulhof halt gezockt. Das war es dann aber auch für lange Zeit. Und irgendwann bin ich dann 5, 6, 7 Jahre später da mal wieder drüber gestolpert, weil ich was gelesen habe. Hat man sich nochmal so ein paar Starter-Decks gekauft. Und ist da so ein bisschen dabei geblieben. Aber meine Live-Turnier-Erfahrung beschränkte sich, glaube ich, mal auf ein Pre-Release von irgendwas, was ich gar nicht mehr weiß. Okay, du warst also nie deep drin, sagen wir mal so. Nee, genau. Aber dafür jetzt umso mehr. Ja, das war ja dann damals zur Anfang der Pandemiezeit. Ne? Das passte ja dann ganz gut mit Flesh and Blood. Ah ja, auf Online-Karten jeden Fall. Also du müsstest auch so 2021, ne? Monarch. Ja, genau. Genau zum Monarch-Start war ich quasi dabei. Ich war keiner mehr von den Jungs, die hier noch die Crucible Curse-Boxen bekommen Ja, haben. dann haben wir direkt nach genau den Zug haben wir verpasst, genauso Ja. wie wir. Also, Ja, genau. ja, das ist tatsächlich aber lustig. Wir haben einmal die Woche uns auf jeden Fall online gesehen, bei einem Richtig. Online-Armory, wenn nicht sogar öfter, ne? Wir haben die ziemlich gegrindet, ne? Ja, da Witzig. war man schon, man hatte ja auch nichts anderes zu tun zu der Zeit, ne? Ja, Das war warst so. du, erste Nationals warst du auch, ne? Erste Nationals war ich auch schon. Das war mein erstes Live-Turnier, so in dem Sinne überhaupt. Mein ersten Live-Draft oder mein ersten Draft, den ich mit Karten gespielt habe, zum Beispiel. Und Ach was, cool. war schon wild. Ja, Ja, glaube geil. ich. Wenn man Also damit auch. mit Lex die Pfeile schießen wollte, ohne sie ins Arsenal zu legen und so. Das war. Ja, egal. So, und jetzt bist du halt so hart in Flesh and Blood, dass du tatsächlich hingehst und sagst, ich fliege mal eben nach Tokio zu einer Weltpremiere, zu einem Calling. Ja. Also,
Es sei denn, du hast gerade eine Geschäftsreise da gehabt, was ich Ja, Ihnen. es war so geplant eigentlich. Ich sollte geschäftlich 8 Wochen in Korea Ach, sein was, krass, und ja. hatte dann gesehen, dass da dann die World Premiere ist. Und ne, Felix Gössl war ja auch schon mal, glaube ich, für ein halbes Jahr jetzt drüben. Der hat ja schon berichtet, wie verrückt die Japaner danach sind. Deswegen hatte ich mir dann so schnell wie möglich da ein Ticket für gekauft. Und dann kommst du irgendwann, bist du wieder in der Firma und dann wird dir gesagt, ja, das Schiff hat Verspätung, die Maschine ist erst später da, du fliegst erst im Juni los. Und dann sitzt du da Ach, mit dem shit. Ja. 180-Euro-Ticket und denkst dir, Ja. shit, was machst du halt? Aber ja, wie wir dann alle so ein bisschen verrückt sind, war es dann für mich relativ schnell klar, dass ich da trotzdem hinfliege. Und das Problem war halt, dass er davor das Wochenende noch das Calling in Warschau war. Dann habe ich Haben wir gesagt, uns gesehen. ja, ne, erster Gedanke war, ich fliege nach Tokio, lasst mich alle in Ruhe, ich bereite mich auf das Limited Set vor und CC interessiert mich gar nicht, Warschau interessiert mich gar nicht. Und dann bist du irgendwann dabei, dir die Flüge rauszusuchen und dann kommst du halt dazu, dass du sagst, warte mal, mit LOT, der polnischen Fluggesellschaft, könnte ich ja von Hamburg nach Warschau fliegen, da das Calling spielen und Montag direkt von Warschau nach Tokio fliegen und da das Calling spielen und dann mit denen auch wieder über Warschau am kommenden Montag wieder zurückfliegen. Ja. Das hast du gemacht? Und dann bist du Wie so geil schnell ist das dabei, denn? dass du so einen Quatsch machst, ja. Ja, das ist aber nicht schlecht. Das ist ein guter Trip. Und das hast Das du alles heißt. auf eigene Faust gemacht oder hattest du noch wackere MitstreiterInnen? Ach, das war schon ganz interessant, weil gerade in Liverpool, im Calling da, da war ich in Polen zum Beispiel auf Dienstreise, da bin ich auch übers Wochenende kurz nach Liverpool. Und da habe ich halt viel mit Tim Sowski, Max Klein und Kevin Zenker zusammen gemacht. Cool. Und da hatte man dann schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie toll das ist. Und nachdem Max dann ja auch auf der Pro Tour so erfolgreich war, hatten wir dann schon gesagt, jupp, pass auf, er macht das auch. Dann war ich schon mal mit Max zum Beispiel zusammen. Na, das ist Ja. gut. Und dazu kam dann das Viet Pham, das Duck entsprechend auch unbedingt hin wollte, weil er da auch noch Freunde hatte von früher. Und so waren wir auf jeden Fall schon mal 3 Leute, die sich schon kannten auf jeden Fall. Duck hatte dann noch einen Freund dabei, den Mo. Und so waren wir erstmal schon mal pauschal vier Ja, Wochen. cool. Ja, Das ist gut. super geil. Und Dazu du kam hattest dann. einen darf ich nicht vergessen. Dazu kam dann noch, dass Jorik ja auch noch hingeflogen ist. Echt? Und so waren wir zu fünft dann im Endeffekt, die sich mal ab und zu Ja, zwischendurch mega. unterhalten konnten. Ja, Ja. okay. Ja, und du hattest dann ja auch tatsächlich eine gute Woche Aufenthalt, ne? Also eine Ja, Woche mit ne, also Jetlag und so. ich bin ja spät am Montagabend aus Warschau los, bin dann abends am Dienstag erst angekommen, halt entsprechend in Tokio, aber hatte dann den Mittwoch, den Donnerstag und den anschließenden Montag halt noch, ne, um da dann doch ein bisschen was zu sehen. Also hast du auch ein bisschen Sightseeing machen können und so. Ja, ne, Ja, sollte. Duck hat, wie gesagt, da schon mal gewohnt, von daher der hat uns ein bisschen rumgeführt, sodass Das er. ist gut, ey. Das ist Cool, richtig Premium, mega. wenn man dann so einen jemanden hat, der sich Ja. da auch auskennt und was Ja, da und muss wo man nicht gucken on Google kannst. Maps leben, ne? Ja. Ja. Gerade Ja. wenn du so kurz nur da bist, ne? Ja, richtig, Ja. richtig. Ja, sehr, und Impression, was hat dir sehr gut gefallen da? Einmal ganz kurz, dass wir, bevor wir zum Event und nachher zu den Karten kommen. Ach so, das ist ja dieser ganze Lifestyle, ne? Man denkt ja auch immer, es ist unglaublich teuer in Japan, aber das ist es halt gar nicht, ne? Unterbringung, Wohneigentum und so weiter ist natürlich so gut wie unbezahlbar. Okay, Hotelzimmer sind ja. auch teuer, aber so die Lebenshaltungskosten sind eigentlich relativ gering. Ne, da kriegst du auch ein gutes Essen für 6, 7, 8 Euro. Ne, und das macht halt echt Spaß. Und so kannst du halt auch viel unterschiedliche Sachen mal ausprobieren und sehen. Und die Vielfalt ist halt unglaublich. Ne? Boah, das glaube ich, Du ja. hast ganze Stadtteile, die sich nur um Animes, Mangas, Elektronik und so weiter kümmern teilweise. Und das ist schon Wahnsinn. Cool, Also ja. eine Empfehlung wert auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, sehr Ja, geil. cool. Vielen Dank für deine Impressionen. Ja, gerne. Und dann Calling, was sealed? Calling war sealed, genau. Wir hatten ja schon die Möglichkeit, am Freitag dreimal sealed zu spielen mit World Premiere, Oasis Event und Super Armory. Dadurch ist man schon mal so ein bisschen reingekommen ins Set. Ah, okay, das war Okay. so. Das heißt, freitags waren sozusagen ja, Side-Events im Sealed, ja? Ja, genau. Das war Okay. gute Vorbereitung.
Ja, cool. Und was hast du da so freitags Wollte ich getestet? gerade fragen. Natürlich nicht das, was mir denn mein Calling Pool zum Spielen gegeben hat. Na geil. Ich Okay, habe, was glaube hattest du? am Freitag habe ich, glaube ich, zweimal Nu und einmal Zen gespielt. Hm. Na, und im Calling ist es dann Enigma geworden. Und freitags, wie war das so mit den beiden anderen Klassen? Nur mal so, dass wir da mal. Glaube, ich bin einmal 3-1 und zweimal 2-2 gegangen. Ne? Das ist so Das war wirklich voll ja in die ersten Ordnung. Ja. Spielerfahrungen gewesen. Und Hm. da muss man Okay. halt zusehen, Besser als meine. dass man es irgendwie konvertiert bekommt dann und irgendwie rausfindet, Ja. welche Lines gut sind, welche Karten sind. Und gut, das Problem hatte aber allerdings wieder jeder. Ne? Von Ja, daher. das finde ich immer gut, wenn es neu für alle ist. Ja. Okay, Enigma. Ja, Enigma ist auch das Thema mehr oder weniger von heute. Also wir werden uns jetzt Jawohl. erstmal um die Mystic Illusionist, um die Illusionist und dann um die Mystic-Karten kümmern, wenn wir es schaffen, auch noch Generic. Ja, richtig. Müssen wir mal gucken. Ist ja ein Quasi Set-Review. genau das Set-Review wahrscheinlich Part 1, Ja, ne? höchstwahrscheinlich. Also, nee, es wird definitiv ja ein Part 2 Definitiv, geben, eben ja, für die genau. ganzen, Für die anderen Karten. wir machen Nu und Zen-Karten, machen André und ich auf jeden Fall noch zusammen und nochmal im Detail die Expansion-Slots. Und da der Nils bereit war, nach so viel Sealed, hast du auch noch ein paar Pre-Releases jetzt eigentlich gespielt? Ich war sogar noch so tapfer und bin noch mal einmal zum Pre-Release gefahren am Ja, ich letzten. habe auch nur Ach, eins. das ist Also André cool. und ich, wir Ja, haben auch nur eins genau. gemacht. Okay, dann hast du quasi fünfmal sealed gespielt. Jo, und zweimal Draft. Ja, guck mal, Wow. dann Ja, moin. hast du ja schon richtig viel Practice und kannst dann auch so ein bisschen, was die Limited-Geschichte angeht, noch zu den Karten vielleicht sagen. Ja. Wir starten jetzt einfach mal mit den Mystic Illusionist-Karten. Einmal der Vollständigkeit halber. Stellen wir noch einmal Enigma eben vor. Enigma ist ein Mystic Illusionist Hero und hat 4 Intellekt, 40 Leben und hat eine passive Fähigkeit. Your first Spectral Shield Attack each turn kostet eine Ressource weniger to activate. Das war Ist richtig wie, geiles Denglisch. ja, ich denglische immer gerne. Und dann once per turn instant, bezahle 3 Chi, create a Spectral Shield Token with a plus one counter. Schon mal eine sehr geile Late-Game-Fähigkeit, wenn man das Chi hat. Und eben dieses Schild-Attack mit einem Kosten weniger ist halt sehr geil, eben wegen der Waffe. Die Waffe Jeden ist Fall. ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Das ist die Illusionist nämlich, ne? Token-Waffe. Wunderte mich nämlich tatsächlich auch, dass das eine normale Illusionist-Weapon ist. Damit habe Ich ich auch habe, so richtig rumgeschwommen. ja. Das ist dieser Cosmo Scroll of Ancestral Tapestry. Ach, du hast rumgesponnen wegen Ich Prism habe, oder was? ja genau, ich habe gleich gesagt, das Ding musst du gleich in der neuen Prism spielen und dann mit Glisten dazu. Und dann irgendwo ganz viele Counter raufpacken, große Auren für umsonst spielen und Counter verteilen und dann irgendwie was Wildes machen. Aber hat sich noch keiner getraut bisher, glaube Ne, ich ich. glaube auch nicht. Okay, weil Cosmo ist eine Illusionist Weapon Scroll, ja, Schöne zweihändig. Schriftrolle, das ist auch Ja, richtig cool, oder? during your turn, auras you control with ward are weapons with base equal to their ward, also base attack equal to their ward and once per turn action eine Ressource attack. Your aura attacks with one or more plus one counters get go again. Ja, Also das ist ja natürlich mega gut. Das ist ja alles, was du haben willst, oder? genau, also alle Ward-Auren, eben auch die Schilde, haben halt immer auf sich stehen, dass sie eine Waffe sind und einfach attacken können. Und alle, die einen Plus-1-Counter haben, haben auch noch Go Again. Und in Kombination mit Enigmas Fähigkeit ist das schon mal sehr geil, dass dein Schild-Token, den du gerade gemacht hast, der hat dann Ward 1, hat einen Counter drauf und dann kannst du kostenlos, weil es der erste Schild-Token ist, vielleicht mit dem attacken mit Go Again. Und dann generierst du halt Ward-State und so weiter. Das ist wohl Ja, so der Plan von richtig. diesem Hero. Und ja, genau, bei diesem, jetzt haben wir so mal generell gesagt, was die gute Dame kann. Jetzt würde ich sagen, Nils, du hattest ja einen Pool beim Calling. Jo. Und wollen wir uns da so ein bisschen dran entlanghangeln oder wie haben wir das, wie wollten wir das machen? Ja, wie ihr gerne möchtet. Na, wir können Wir ja. können so ein bisschen springen tatsächlich. Das können wir Ja. gerne machen. Also wenn du fette Karten hast, die du besonders gut fandest in deinem Pool, dann Genau. gehen wir da einfach mal hin
Ansonsten hätte ich die der Reihe nach abgearbeitet, aber. Ich würde vielleicht mal mit den, gerade mit denen, weil sie in Limited auch so wichtig und so häufig sind, mit den Commons vielleicht anfangen. Gerade hier mit den Mythic Illusionist Commons. Da gibt es ja 3 Stück von. Ja. Die machen ziemlich das Gleiche, sind alles Instant-Auren, die nicht blocken. Und kommen halt in 3 unterschiedlichen Varianten. Das ist einmal der Haste Shelter, der 2 kostet und Ward X ist. X ist immer 1, außer du hast eine blaue im Pitch, dann ist es 4. Oder 3 oder 2, je nach Farbe. Das ist eine sehr controllige Aura, weil um die wirklich gut spielen zu müssen, musst du ein Deck spielen, in dem du möglichst jeden Zug eine blaue pitcht. Im gegnerischen Zug, damit sie Ward 4 hat und möglichst gut blockt. Oder im eigenen, damit sie wenigstens auch für 4 angreift. Problem an ihr ist, sie kommt ohne Counter. Das ist dann, ihr habt eben drüber gesprochen, die Waffe und Enigma. Counter sind gut, Schilde sind gut, Spectral Shields sind gut, aber so eine normale Aura, die sonst nicht so viel hat, Kann ja nativ erstmal nicht angreifen, oder? Doch, Er kriegt nur kein Go Gen. nur kein Go So, gern. Genau. ah. Kannst eine Ressource bezahlen, um für 1 anzugreifen. Ist Außer du erstmal nicht so schön. nicht so schön, ne? Auch ich glaube auch, denn wenn du sie gegen Zen und Nu spielst, ist sie nicht so gut. Sie hat mir allerdings im zweiten Tag im Draft meine allerletzte Chance noch irgendwie ins Geld zu kommen kaputt gemacht, weil da bin ich in ein Enigma Mirror gelaufen und da ist sie halt unglaublich gut, weil in diesen Enigma Mirrors geht es ja schon so ein bisschen Board State halten. Ja, Auf verständlich, den ja. Board State des Gegners angreifen. Und das sind eigentlich die Matchups, in denen du wirklich in jedem Zug von dir und im Gegnerzug eine blaue pitchen willst. Sie kommt dann für einen Breakpoint von 4 und die hat dann meinem Gegner auch im Endeffekt das Spiel gewonnen, weil ich da immer mit 2 Wards oder mit 2 Karten verteidigen musste, Ja, Wards zu halten. verständlich. Also bei mir persönlich in meinem Sealed, ich habe Enigma gespielt, 301. War das auch der MVP? Haste Shelter Rot. Ich habe auch 15 blaue gespielt. Ich hätte sogar in dem 30-Karten-Deck vielleicht sogar 16 blaue gespielt. Und tatsächlich hatte ich ein Spiel, beziehungsweise zwei Spiele, wo ich die quasi die ganze Zeit, fast die ganze Zeit, also ein Spiel bis zum Schluss halten konnte und immer für 4 attacken konnte. Und habe einfach komplett zugesehen, dass ich die auf dem Board halte und alles andere an ja, Instant-Auren davor schmeiße oder ein Schild generiere und solche Sachen, dass sie zumindest liegen bleibt und ich noch irgendwie was habe, wo ich wegpitchen kann und damit attacken kann. Oder tatsächlich auch einmal die einfach nur liegen lassen kann und eine Karte ins Arsenal lege oder so. Die war unheimlich stark tatsächlich. Auch wenn du dann in Genuss kommst, dann irgendwie noch Counter zu verteilen oder so und die dann einen Counter hat und dann immer für 5 kommt. Just Genau. saying, habe ich gemacht. Da bist du dann im Rare- und Majestic-Bereich irgendwann. Wenn du da auch noch Counter drauf bekommst, hat mein Gegner halt auch noch geschafft. Dann kam das Ding für 7 Go Again. Oh, Ja. an dem Moment war dann das Spiel für mich zu Ende. Aber Haste Shelter finde ich auf jeden Fall im Limited sehr gut. Constructed? Was meinst du? Constructed, es gibt ja diese 2 Builds im Moment von Enigma. Die mit dem Reality Refractor heißt er, glaube ich, mit der Waffe. Die gibt er pauschal 5 Attack, glaube ich. Bei Ressourcen kannst du angreifen. Da sehe ich sie noch eher als in einem Deck, das wirklich Cosmo spielt, weil Cosmo will halt schon +1 Counter auf den Dingern haben. Ne? Und auch da Du nimmst du. meinst Reality Fractor dann mit Haze Shelter blau oder was? Nö, ruhig auch die roten, glaube Okay. ich sogar. Habe ich auf jeden Fall schon mal gesehen in Weil der hat ja nichts davon. Oh, Beispiel-Dings, der ja. hat ja nichts von dem Unterschied, dann weißt du, was ich meine? Ah, das war auch wieder weg. Dann war das vielleicht auch Deswegen. eine falsche Deckentscheidung von dem Spiel, was ich gesehen habe. Aber ist aber auch, ich finde den Reflektor auch eine interessante Wahl. Also. Aber gut. Also Haze Shelter sehen wir aber erstmal hoch an, ne? In dem Set, würde ich sagen, oder? Genau, also so generell die 3 Mystic Illusionist Auren, ne, wir kommen ja gleich zu den nächsten beiden, Ja. sind die, die dich sagen lassen, gerade im Limited auch, ich spiele Enigma. Ne? Also wenn du viel davon rot hast, dann willst du die auf jeden Fall spielen, richtig?
Ja, wobei ich auch gelernt habe, zu viel ist auch wieder nicht gut, weil dann Wenn du hast nicht blocken kannst, ne? du keine, ja genau, dann hast du keine Karten, um sie zu verteidigen. Oder musst sie halt spielen, um das Ward zu kriegen, defensiv. Und das kann dann einfach ein bisschen clunky werden. Von Ja, daher. glaube ich. Ja. Ich zum Beispiel hatte jetzt in meinem Day One Sealed hatte ich fünf, nee, hatte ich sechs Power Cards, davon vier rote und zwei gelbe. Also das war Okay. das, was ich an Aggressivität oder an Attack Power hatte. So, dann würde ich mal sagen, wir springen zum nächsten. Das ist nämlich der Waning Vengeance, der nur eins kostet, auch in drei Farben kommt und Ward 3-2-1 hat. Und wenn er zerstört wird, wird er created er ein Spectral Shield, wenn du eine blaue Karte gepitcht hast. Ne? Das ist in dem Sinne die defensive gute Karte, um dein Ward State zu halten. Du kannst einmal damit entsprechend drei blocken mit dem Ward 3 oder wenn du den gelben spielst, Ward 2 hast. Und um ihn zu spielen, pitchst du meistens eine blaue. Das heißt, wenn er dann kaputt geht, kriegst du automatisch dein Shield, das dann vielleicht den nächsten Breakpoint nimmt, das mal einen Tiger nimmt, das mal einen Dagger nimmt, oder das im Endeffekt vielleicht auch liegen bleibt und einfach für eins wieder angreifen kann. Ne? Also das ist die defensive Geschichte, kostet nur eins. Du kannst dadurch auch zwei von den Dingern gleichzeitig spielen, von den anderen beiden Auren und den hier von einem Blue. Da hast du dann Anzahl 2, ja. entsprechende Möglichkeiten. Hat auch den Nachteil, dass es natürlich keinen Counter bekommt. Also in der Offensive ist es nicht ganz so stark. Aber eine durchaus solide Karte, die dich halt in Enigma treibt. Was Ja. dazu sagt. Und da ist ein schöner Hund drauf. Hey, ja. Und was da noch zu sagen ist, die Blauen sind halt wirklich kompletter Trash im Sealed, ne? Die blocken nicht, das sind blaue Instants. Man kann vielleicht irgendwo ein Argument finden, ah, ich habe eine blaue gespielt, ich kann transcenden, aber eigentlich spielst du die nicht. Genau, Instant ist nochmal ein wichtiges Stichwort. Also alle Mystic Illusionist Karten sind Auren, Instant Auren, die keinen Blockwert haben. Ne? Also es gibt keine Mystic Instant Karte mit Blockwert in dem Set. Ne? Just Mention. Genau. Ja, der ist ziemlich undervalued. Ne? Ein Ward und ein Schild. Ja, Ja, auf jeden genau die Fall. blauen, ne? Aber auch die Haze Shelter und die Vexing Spectre, zu denen wir auch noch kommen. Es ist einfach undervalued, ne? Und es bringt dich in awkward Situationen, wenn du blocken musst und irgendwie dann keinen Block hast, bist du gezwungen, dein Board kaputt gehen zu lassen. Also Und damit kannst du halt auch nicht recovern dein Board, ne? ich hatte tatsächlich auch ein blaues Haze Shelter drin, einfach als blauen Filler. Ich Ja. habe es auch sogar mal gespielt. Ist natürlich jetzt im Late Game war es okay so. Also der hat dann halt nur noch zwei Ward, wenn du einen blauen pitcht oder sonst halt immer eins. Ja. Aber ging in dem Fall einfach nur darum, nochmal was hinzulegen. Ich glaube, das war auch, glaube ich, für einen Transcend. Weiß ich nicht mehr genau. Das ist halt auch nochmal, im Limited kannst du auch mal die eine oder andere Crab-Karte drin haben, wenn sie denn blau ist, finde ich, sag ich mal so, und du so kontrollig mit viel Blau spielen willst. Ja, das ist so, Weil ich glaube habe tatsächlich auch noch eine andere Garbage-Karte aus dem Mystic-Pool gespielt. Zwei Stück sogar davon. Garbage. Also ich vermute, du wirst sie schlecht finden. Ich fand sie gut. Kommen wir nachher zu, wenn die Karte da Okay, ist. sag's mir. Weil die auch erstmal nicht prall aussieht, aber auf jeden Fall Haze Shelter, Warning Vengeance, Rot sind auf jeden Fall Premium-Karten, die dich auch in den Hero ziehen. Warning Vengeance würde ich auch in Rot ganz klar Constructed sehen, Classic Constructed, definitiv. Ja, wo wir schon drüber sprechen, auch Classic Constructed Playable Vexing Spectre, das ist die dritte der Auren. Jo, die mit der Miezekatze drauf. Die mit der drauf. Die kostet halt zwei und hat Ward 3 und sagt, wenn du eine blaue gepitcht hast, um dafür zu bezahlen, nee, wenn du überhaupt nur eine blaue gepitcht hast in diesem Zug, Ja, richtig, ja. sogar noch besser, er kriegt 10 plus 1 Counter und das synergiert halt vollkommen wieder mit der Waffe, die dir dann halt entsprechend Go Again gibt. Ne? In dem von mir eben schon angesprochenen Spiel, was ich am Ende noch verloren habe, gewinne ich den Würfelwurf im Mirror, gehe first, leg einen roten Vexing Spectre und eine gelbe Waning Vengeance und passe. Ne? Und in dem Moment, mein Gegner kann auch nicht wirklich was reinflashen. Ich habe einen Boardstate, der ist megamäßig gut. Ich lege mir, glaube ich, sogar noch einen gelben Vexing Spectre ins Arsenal und bin gut vorbereitet, habe auch wirklich Druck, Druck, Druck.
Und dann kommt er aber wirklich gut am Ende zurück. Ne? Das ist so die, im Verhältnis zum Waning Vengeance, ist der Vexing Spectre die offensiv starke Karte, dadurch, dass du das Ghoul gerne einfach auf der Attack bekommst. Ja. Okay, du hast gestartet und hast eben gepasst, einfach damit der Action Point noch bleibt. Du, wenn er was reinflashen will, das noch attacken kannst, was auf jeden Fall sehr gut ist. Ansonsten Vexing Spectre nur einfach mal so, damit man mal die Stats sieht. Du bezahlst eben 2, hast ja schon gesagt, der kommt mit Ward 3 und einem Counter drauf. So, das ist 4 Go-Again durch die Cosmo-Waffe. Ja, das heißt 2 Ressourcen, 4 Go-Again, aber der blockt auch nochmal Ward 3 bis zu 3. Das heißt, das ist ein 7 für 2er Go-Again. Und für 0, ne? Genau. Also, wenn du den drauf lässt, also wenn du den irgendwie den erhältst, dann hast du für 0 jede Runde Angriff, weil der deine erste. Ne? Das hast du ja auch gar nicht, weil du musst ja immer noch einen bezahlen. Der greift ja nicht umsonst an. Ja doch, wenn das der erste ist, dann schon. Nee, ist ja kein Spectral Shield. Nur die Spectral Shields kosten weniger. Stimmt. Okay. Dann hat der Gegner das im Dingens, im Pre-Release, das falsch gespielt. Kannst mal sehen. Na geil. Können wir noch mal drauf eingehen, wie toll das Bild ist? Ich finde das so toll. Sorry, dass das jetzt Zeit kostet, aber ich finde das Bild einfach nur großartig. Da ist quasi dieser riesige Katzengeist, ja, der ist in einer Schlafenstellung und der beschützt quasi, liegt quasi beschützend neben oder um einen, ja, ich würde sagen, Wanderer oder eine Wanderin, der oder die in einer Schlafstellung auf der Seite liegt und seine Sachen da abgelegt hat. Während der Mond darauf scheint. Finde ich super toll. Schön, dass du zwischendurch auch nochmal auf die Artworks hinweist, weil die sind tatsächlich teilweise sehr gut in dem Set. Ja, das gefällt mir auch sehr gut in dem Set. Ich wollte jetzt nochmal auf die Statlines eingehen. Ja, bitte. Also, wir hatten jetzt den 7 für den Blau-Pitch wertigen Vexing Spectre, aber die scalen halt auch hart. Wenn du jetzt nur mal im Vergleich den Gelben nimmst, der Gelbe hat jetzt Ward 2, kriegt einen Counter. So, das wäre dann also 3 Go Again und verteidigt 2, ist 5. Das heißt, der Rote ist 2 Value mehr wert als der Gelbe. Der Gelbe ist also deutlich schlechter als der Rote. Ja, genau, gerade im Constructed nachher, ne? Da kommt es ja wirklich drauf an. Im Limited, gelber Vexing Spectre, immer noch eine Bombe, weil du halt das Go Again bekommst und noch ein 4-0 für 4 irgendwie danach spielen kannst oder irgendwas danach machen kannst. Da ist das noch vollkommen ausreichend. Ich hatte auch einen gelben bei mir im Sealed Pool, den habe ich auch direkt mitgenommen, auch wenn man eigentlich nicht so gerne gelb in dem Set insbesondere auch pickt, aber das willst du machen. Genau. Okay. Aber das ist so das Brot und die Butter für Enigma im Limited auf jeden Fall, ne, würde ich sagen. Genau. Ja. Na, es gibt dann dazu entsprechend noch, wenn wir jetzt mal im Mystic Illusionist Slot bleiben, gibt es auf dem Rare-Slot noch, wie bei allen anderen Helden auch, das Chakra. Das ist hier das Moon-Chakra, das entsprechend 3 Damage prevented, 0 kostet in Rot. Und wenn du Transcended hast, 5 Prevented. Dass du diese Dinge. Wie skaliert das nochmal? Das skaliert auf 2, 4 und dann 1 und 3, ne? 2, also genau. Vom Rot nach Gelb nach Blau, okay. Genau. Meistens spielst du es halt im Limited als ein Prevent 3. Ne? Gegen Nu musst du natürlich entsprechend aufpassen. Wenn sie ihr Pick-to-Pieces hat und du nichts preventen kannst, dann macht die Karte hier halt gar nichts. Aber ansonsten ist es eine solid Reaction, um Damage zu preventen quasi. Ne? Dass du diese Transcend mit abfeuerst, kann mal passieren, habe ich selbst nicht gemacht. Ist auch eine Karte, die mich nicht unbedingt, wie gesagt, in Enigma reinziehen würde. Aber es ist ein 0 für 3, ne, ist eine Standardkarte. Die ist halt da, genau. 0 für 3 im Reaction Step zum Beispiel zur Verteidigung ist okay, aber wie gesagt, bei dem anderen Ding, ab Gelb und Blau, redest du dann eigentlich nicht mehr davon, dass du sie spielst, ne? Weil die haben also Value, wenn du Transcended hast, und das zusammen hinzukriegen, ist dann wirklich. Ja, selbst Leute bitte da nicht drauf reinfallen, von wegen, ja, aber also das könnte jetzt ja auch für den Einsteiger vielleicht erstmal attraktiv aussehen. Moonchakra in Blau, ja. Er ist ein blauer Instant und dann reacte ich halt mit einer Transcend-Karte da drauf. Das ist richtig.
Aber ganz ehrlich, du hast sonst, hat die Karte nur einen Wert von ich verteidige 1. Das ist schlechter als ein Ja. Zweierblock. Ja. Ja? In dem Moment, wo du sie mit einer Transcend Instant Karte zusammenspielen kannst, das heißt, du spielst Moonchakra, reagierst darauf mit einer anderen Instant Karte, die eben Transcend Zum Beispiel hat, Stir the Pot. whatever, dann ist sie tatsächlich cool, weil sie dann auch die Prevention hat wie die rote und du vielleicht auch dabei geholfen hat, dass du den Transcend bekommst. Aber ich würde mich dazu nicht verleiten lassen, weil ansonsten ist sie eben immer in jedem anderen Moment super schlecht. Also ich finde, muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist ganz klar das Schlechteste von den Chakras. Finde ich auch. Also. Kann ich mitgehen. Ja. Ja. Juhu. Oder okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal zu den dicken Hittern in diesem Set Hä, wir aus machen noch dieser Path the Klasse. Mist, weil du nicht Heavy Hitters. Das ist oh, korrekt, danke, dass du mich nochmal zurückgeholt hast. Du hast vollkommen Ja. recht. Fangen wir an mit Shun, würde ich sagen. Ja. Genau, die darfst du nämlich in Limited erstmal gar nicht spielen, weil sie im Oh. Expansion-Slot sind. Ja. Stark, stark, Benny, stark. Hast du eigentlich was? Ne, wir sind ja auch hier in der Set-Review, oder Ja, nicht? ich weiß. Ja, alles gut. So, die Und Kernkarten hatten wir ja du gerade. hast ja in irgendeiner Illusionist-Folge gesagt, dass du ja einen Fußfetisch, nee, in unserer Top-10-Folge hast du gesagt, dass du einen Frauenschuhfetisch hast. Ja, das war Und natürlich so, Quatsch. natürlich. Aber ich nehme dich jetzt mal beim Wort, deswegen darfst du einmal die Karte vorstellen. Ja, die Meridian Pathways sind Mystic Illusionist Equipment Legs. Überraschung. Schuhe, die man an den Füßen trägt, an den Beinen. Ja, Und stimmt. sind neues Legendary Equipment eben und sagen halt instant, bezahle 3 Chi. Du darfst die nächste Aura so spielen, als wäre sie ein Instant, was ziemlich geile Tricks machen lässt. Und immer wenn du Chi benutzt hast, bekommst Wenn du du es pitchst, ja. ja, immer wenn du Ski pitcht, bekommst du das hier als Ward 3. Also es kann tatsächlich einfach nochmal für 3 warden, beziehungsweise blocken. Ich denke aber, du willst im Prinzip schon eigentlich immer diese Tricks eigentlich mit ihr machen, mit den Auren. Wem fallen denn da auf Anhieb Tricks mit ein? Also einen habe Wie in der ich. Schule. Wem fallen denn Tricks ein? Einmal Also aufzeigen. ein Also, Problemtrick, muss ich ich muss auch meine schon so Hand da sagen, habe runternehmen. ich. Und zwar, also ich sag mal den Trick, den ich kenne. Du kommst mit denen und Rage Spectre aus dem Loop von Prison. So, das ist schon mal Problem Nummer 1. So, weil du kannst, Rage Spectre ist eine andere Action-Aura, die kommen, stellen wir gleich noch vor. Und die macht den Action Point, wenn sie ins Spiel kommt. Und wenn du die dann eben als Instant Action Aura spielst, hat sie eben, kostet sie dich eben nicht den Action Point. So, und dann hast du in dem Moment 2 Action Points und kannst dank diesem Instant Spielen der Aura, kannst du dann den Arclight Sentinel und einen Engel oder sowas klatschen. Und dann hast du es. Ne? Das ist Rage Spectre. Und Kombination eben mit den Schüchen. Naja, da kommen wir gleich nochmal zu, um drauf Ansonsten, zu sprechen, ja, ja, genau. richtig. Musste mir die Ansonsten. Karte eben nochmal aufrufen, weil mir die nicht geläufig war. Aber das ist die Karte, die ich cool finde. Ja, alles klar. Ansonsten weiß ich jetzt nicht. Ja, du kannst natürlich. Guck mal, jetzt kann ich als Warrior-Spieler hier noch in Illusion kommen. Ja, ich habe noch nicht viel gemacht, ne? Also Nee, du kannst halt spieltechnisch. in deinem Zug selber, dann auch im Constructed, die no blauen Nuller-Auren, die kein Go-Again haben, Ah wie ja. Silver, Haze Bending, die kannst du halt auch kombinieren mit den neuen Illusionist Auras, mit dem Rage Spectre. Eh, weil du den Action Point noch wieder bekommst, aber auch wenn du eine andere Aura spielst, kein Go Again hast und transcenden kannst, dann kannst du da irgendwas Ja, zusammenmischen. du kannst alleine schon Doppelaura legen, ne? Ja, genau. Haze Bending und Shimmer of Silver einfach, ne? Den ersten spielst du als Instant. Genau, oder den ersten spielst du normal. Hast einen blauen gespielt, nutzt eine Transcend-Karte, um entsprechend zu transcenden, pitcht in die Schuhe und legst. Es Ne? stimmt, ist sogar nicht für die. Ich habe immer gedacht, die nächste, es gilt für alle Auren, ne? Ja, genau.
You may play Auras this turn, Deswegen also steht in da einem this ganzen turn. Zug. Ja, in einem ganzen Zug kannst du deine Auren spielen, als wären sie instant. Ja, okay, das ist natürlich dann auch wirklich easy, eben geil für deinen eigenen Turn. Ne, knallst die Dinger da rein. Ja. Also aus einer Perspektive von jemandem, der noch nie so Enigma oder Illu wirklich gespielt hat, fahren Agro-Decks nicht komplett über dich drüber, wenn du jetzt sagst, dass du das und das brauchst, du kannst es mit dem und dem kombinieren, bevor du so eine Combo hast, fahren die ja nicht über dich drüber? Oder ich habe da keine Ahnung. Habt ihr da eine Idee? Ich für meinen Teil sehe das eher schwierig an, momentan noch. Wobei ich von einem gegen ein Aggro-Deck wahrscheinlich die Phantasmal Footsteps picken würde. Also gegen Ninjas würde ich Phantasmal Footsteps vermutlich spielen, um dann immer wieder eins zu blocken. Ja klar, weil ich einen Gegen Break die habe von anderen 6 hat, langsameren ja. sind die einfach sofort besser. Alleine wenn du halt gegen so langsame Gegner eben, also ich würde sie in den Aggro-Matches wahrscheinlich nicht picken. Ich würde sie eben tatsächlich in den langsameren, in Anführungsstrichen, Matches picken. Nils, kannst du mich gleich korrigieren, wenn du das anders siehst. Als Beispiel aber eben gegen ja, die ganzen Guardians und gegen die ganzen Assassins. Tatsächlich Verstehe. primär, um Doppel-Aura, also Doppel-Action-Aura zu legen. Das heißt, in den Standard-Builds hast du mindestens drei Haze-Bending, drei Shimmers of Silver. So, die kannst du dann schon mal immer einfach hinlegen und einfach deinen Turn weitermachen. Das hindert dich halt überhaupt nicht, dass sie sonst, wie sonst in Prism, halt eine Action-Aura einfach sind. Und dann hast du halt noch diese zusätzlichen Effekte, die ich eben gerade genannt habe, dass du noch ein paar Tricks damit machen kannst, dass du Action-Auren im Turn des Gegners dann auch spielen kannst und so, um den ein bisschen zu auszutricksen. Dazu hast du tatsächlich wahrscheinlich weniger Luft gegen die Agro-Decks. Und ja, und richtig geil kommen die halt auch mit dem 10.000-Year Reunion, weil das ist auch eine Action-Aura. Die stellen wir nachher auch vor. Und wenn dann Jo. die am Ende des Turns oder in deinem Turn eben einfach gelegt wird und per Instant und einfach attacken kann, ist Kannst halt du noch schon kloppen, ja, das stimmt. Premium, ja. Und was sagt der Herr Captain Ahab dazu? Der sagt, lass mal den Illusionist-Spieler reden. Der wird sicherlich recht haben. Ich kann sie wirklich noch überhaupt nicht einschätzen, wie sie sich im Ja. Kontakt denn auswirkt. Ja, gut. Gut. Ist halt auch eine Leggy. Wäre auch komisch, wenn sie nichts taugen will für diesen neuen Helden. Ja, klar. Gehen wir zum nächsten. Genau, wo wir wieder ins Limited Ja, rutschen. rutschen mit den nächsten drei Equipments. Es gibt, jeder Hero hat ein Rare Chest Equipment. Die sind alle cloaked und machen alle was, wenn du auf einem Leben bist. Dann kannst du sie nämlich umdrehen. Ne? Cloaked vielleicht nochmal zu beschreiben, ist die neue Mechanik, wo du dein Equipment verdeckt herum in deine Zone legst und es bei bestimmten Situationen in bestimmten Fällen aufdecken kannst. Und dieses hat halt, wenn du genau auf einem Leben bist, kannst du sie am Start von deinem Turn aufdecken und die sagt halt einfach Ward 4. Okay. Was natürlich Ist auf einmal, jeden Fall cool, ne? ja, ist auf den ersten Punkt, ersten Blick 4 Lebenspunkte. Was erstmal unglaublich stark erscheint. Ich habe die auch im Vorhinein vom Set von den Spielen, habe ich die Rare Equipments wirklich sehr, sehr, sehr high bewertet, weil die scheinen alle absurd zu sein. Oder Schienen, ne? Der hier hat Ward 4, ich springe mal ein bisschen vor, auch wenn es heute nicht Episode ist. Dann gibt es den vom Ninja, der hat Blade Break 3 und dann gibt es von Assassin, der Battle Worn 2 hat. Ja. Ne? Die bringen also alle unglaublich viel Value, nur hat sich wirklich nachher herausgestellt, so unglaublich gut sind die Dinger im Endeffekt auch nicht. Einerseits, weil es auf dem Slot noch eine zwei gute Generic Equipments gibt und weil es halt doch ein bisschen clunky ist, manchmal auf eins zu gehen. Ne, das geht mal Ja. besser, mal schlechter. Wenn du smooth auf eins gehen kannst, weil deine Karten das genau gerade zulassen und du dann entsprechend dem Gegner Lethal selbst präsentieren kannst, dann ist sie halt gut, weil wenn er dann irgendwie nochmal zurückkommen will, hast du halt dieses Ward 4 einfach liegen. Aber in der Mehrzahl der Spiele ist es halt Ich, doch nicht so gut, ne. nicht so unglaublich gut. Du spielst es natürlich, wenn du nichts anderes hast.
Aber es ist nicht first pickable aus meiner Sicht, wenn man jetzt Nee, nee, mal nee. im Also Draft auf gar diese, keinen Fall, ja. ja, also diese Heirlooms zum Beispiel, also du hast ja gesagt, es ist halt tatsächlich auch ein Cycle. Von denen finde ich, wenn, dann den von Zen auch am besten, der dann Blade Break 3 hat. Aber ansonsten finde ich die alle drei auch nicht so gut. Wo wir jetzt aber hier gerade bei Enigma sind und eben die Mystic-Karten nachher auch kommen, da sehe ich ganz klar die Kaikoi-Equipments, den Cycle, als am besten an. Aber die kommen ja sowieso gleich nochmal. Dann Genau. können wir da darauf nochmal eingehen. Ja. Ward 4 sieht erstmal gut aus, aber sehe ich halt auch nicht. Also Ja, Constructed sowieso nicht und im Limited, wenn du kein anderes Chess-Piece hast, nimmst du es halt mit. Ansonsten finde ich die anderen Chess-Pieces wahrscheinlich tatsächlich für auch Enigma das sogar Prevent besser. One. Das gerade insbesondere das Prevent One finde ich besser. Ja, Weil es, kann ich verstehen. also das ist eines dieses Kaikoi-Equipments, die haben alle einfach nur, ja, dann machen wir sie jetzt einfach. Also es gibt die Okay. Mystic-Equipments, also Mystic ist ja quasi in diesem Set generic, ne, weil alle drei Helden Mystic sind. Und diese Kaikoi-Equipments sind alle cloaked, ne, face down. Und die haben alle keinen Block und sind dann einfach Mystic-Equipment, Head, Arme, Beine, Chest. So, und wenn du die eben umdrehst, also instant, du darfst sie umdrehen und damit dann ein Damage verhindern. So, und dann kannst du halt nur einmal aktivieren und dann sind die halt benutzt. Die werden dabei zerstört. Und du kannst es nur benutzen, wenn sie face down sind, was sie halt im Limited oder sonst auch immer einfach sind. Vielleicht wird da später mal was mit getrickst, mit anderen Karten oder so, egal. So, und einfach Prevent 1 als Instant ist einfach gut. Das ist besser als Ward Ja, 1 absolut. und es ist besser als Block 1. Und das ist genau das, was dir am besten hilft als Enigma gegen Reactions oder sonstige Dinge deine Auren im Spiel zu halten. So ein einziges, also die Handschuhe, die von Enigma selbst, die kommen gleich auch, die sind definitiv besser. Und ein Headpiece, ja, gibt es noch ein anderes, da kommen wir im späteren Verlauf auch noch zu, das ist auch noch okay. Aber ansonsten sind diese Dann, Prevent 1 definitiv die ja, besten für ich fand die Enigma, auch oder gut wie im siehst du das, Pre-Release. Nils? Gerade bei den Common Class Equipments, da stimme ich so nicht ganz mit dir überein. Die würde ich immer vor den Prevent 1 spielen. Ne, das sind in Enigma jetzt hier die Handschuhe und Nee, nee, der die Kopf. Handschuhe sind OP. Ja, der Kopf. Das ist der wichtigste. Die meinte ich gerade nämlich mit als Ausnahme, die noch besser sind. Aber tatsächlich den Hut, der jetzt als nächstes kommt, da finde ich selbst den Prevent 1 besser, weil der halt nur Ward 1 hat, ne? Ja, es ist immer die Geschichte also die beiden Equipments sind auch cloaked, und du musst jeweils eine Ressource bezahlen, um sie aufzudecken. Hm? Und wir fangen mal mit den Handschuhen an. Da hast du ja schon gesagt, das ist die beste Karte in Enigma. Die gibt nämlich einen +1 Counter auf eine Aura mit Ward. Ne? Das hilft dir bei den Auren, wo wir eben drüber gesprochen haben, die kein, nicht automatisch mit Countern kommen, denen halt Ruhe gerne auf der Attack zu geben. Du kannst es als Instant benutzen, quasi als Attack Reaction würdest du es benutzen. Du greifst mit deiner normalen, mit deinem Waning Vengeance für 3 an, ohne Go Again, drehst dann das Ding hier face up, legst einen Counter drauf, dadurch kriegst du dein Go Again, kommt für einen Schaden mehr, hat einen Breakpoint, gerade Mirror ist es dann wieder wichtig und du kriegst das Go Again, um noch was zu machen. Ne? Go Again auf den Händen quasi. Ne? Welcher gab es bisher in keiner Klasse, im ganzen Spiel noch nicht, dass du ein Go Again auf den Händen quasi hast? Stimmt, war immer auf den Füßen, ne? Und bleibt danach benutzen quasi eben im Spiel liegen mit Ward 1. Ganz genau. Nimmt wieder einen Breakpoint weg, genau wie auch die Keikois, über die wir eben gesprochen haben. Nimmt Breakpoint weg, nimmt Reactions weg. Ja, ist aber eben Ward 1 nicht so flexibel wie Instant Eye Prevention. Das muss man einfach auch nochmal sagen. Das finde ich spielt nämlich, wenn wir jetzt zum Headpiece kommen, schon, wenn man die Headpieces vergleicht, eine Rolle. Aber bei dem, wie heißt es, Uphold Tradition, Ja, die sind Mystic Illusion des absolut gut. Equipments Arms ist einfach so gut, dass es meiner Meinung nach auch fast auto-include in Enigma constructed ist. Ich habe schon mal Listen gesehen, die Weave Reality und sowas spielen. Da kann man jetzt noch drüber diskutieren, aber grundsätzlich ist sie so gut, dass sie für Classic Constructed
mindestens in Frage kommt, wenn nicht sogar eher die Regel ist als Arm-Equipment. Ich wette, im Draft ist das auch einfach ein Must-Pick, oder? Ja, wenn du die kriegst, pickst du die sofort auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also die würde ich ganz hoch picken. Ja. So, und du findest dann das Headpiece, dann stell das doch auch nochmal vor, wie heißt das? Truth Retold oder so? Genau, das hat, wie gesagt, ist auch cloaked, ist auch für eine Ressource als Instant aufdeckbar, hat auch Ward 1, bleibt also danach liegen und tut eine Aura aus deinem Graveyard unter dein Deck. Das ist quasi ein bisschen Recycle-Effekt, cool. Ja. Der dir dabei hilft, gerade im Late-Game dann doch noch eine rote Aura zu haben. Ich hatte ja eben gesagt schon, ne? Mehr als 4, 5 willst du gar nicht spielen von den roten Instant-Auren. Und genau das Ding gibt dir halt die Möglichkeit, wieder eine drunter zu packen. Finde ich also gut, weil gerade, ne, durch dieses 30-Karten-Limit bist du auch schnell bei einem sehr dünnen Deck mit vielen blauen noch im Deck. Und gerade da gibt es ja nochmal die Karte drunter. Und dann gibt es, wie gesagt, noch so lustige Geschichten, dass man damit dann teilweise halt auch gerade diese Graveyard-Synergies kannst du ja auch oft einen Transcend fizzeln. Das ist nachher nochmal was Spezielles, da kommen wir vielleicht bei den Transcend-Karten nochmal zu. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand deine Karte targeten würde, dann reagierst du mit dem da drauf, tust sie unter das Deck und dann verpufft der ganze Target-Effekt. Ja, da kommen wir auf jeden Fall noch zu. Das sind auch schöne Tricks, die habe ich auch auf dem Schirm, ja. Aber schön, dass du es auch schon mal ansprichst. Aber hierzu, also deswegen, du siehst halt die Fähigkeit eben über dem Instant Prevent One Damage, ne? Das ist ja der Diskussionsausgangspunkt jetzt eigentlich. Wollte ich sagen, ich glaube, dadurch würde ich sie eher spielen, glaube ich, als das Instant, aber es ist ganz, ganz close, ne? Also von daher. Und ich sag nämlich, nee. Wenn du, also zumindest, der Effekt ist gut. Der Effekt ist gut, aber also es kommt jetzt darauf an, wie du kombinieren kannst in Limited. Es gibt nämlich eben diesen Preserved Tradition. Ist eine Mystic Instant und die lässt sich halt irgendeine Karte aus deinem Graveyard eben in Bottom of your Deck packen. Eine also der Effekt ähnlich, nur besser und kostet dich eben nichts. Und ich hatte halt den Luxus, dass ich die Karte zum Beispiel in meinem Pool zweimal hatte. Ich habe sie tatsächlich nur einmal gespielt. Ich hätte sie aber sogar zweimal im Sealed spielen können. Deswegen solche Sachen muss man auch im Auge haben. Das heißt, ich hatte Deck Recycling als Transit-Karte und ab dem Punkt würde ich definitiv immer den Instant Prevention 1 darüber picken. Jo. Ne, dann schon, dann hat man es nämlich drin, weil hier es geht ja halt um die Synergien drum. Im Limited muss man halt gucken. Ne, und wenn ich im Limited tatsächlich schon eben so ein Preserved Tradition gepickt habe, dann würde ich tatsächlich das Kaiko-Headpiece höher picken als jetzt dieses von Enigma, weil du musst auch einfach immer noch eins bezahlen, ne? Also wenn aber du gerade Preserved Tradition kannst du ja nur Action-Cards aus vom Graveyard holen und nicht deine Auras. Also du kannst halt deine guten nicht die Instant-Auras. Genau, von dem, wenn ihr jetzt eben gesprochen hat, von den guten, wo man 4, 5 rote haben möchte, gerade die kannst du halt eben nicht wiederholen, weswegen ich jetzt sagen würde, dass ich das besser finde. Nee, ich nicht, weil du kannst halt eben keine, es kommt drauf an, also kannst du so nicht sagen, das habe ich versucht eigentlich dahin zu kommen. Okay. Im Limited kommt es drauf an, was du schon gepickt hast oder in deinem Pool hast, welche der beiden Karten im Headpiece besser ist. Wo wir uns sicherlich einig sind, ist auf jeden Fall Chest, Füße sind ganz klar die Prevent 1 die besten. So Arme sind Uphold, Tradition die besten Picks und absolut. Kopf gibt es eben die zwei, die sich da den Rang ablaufen, je nachdem, ein wie dein Pot ist oder was du picken konntest. Weil André, ich gebe nur mal so ein Beispiel, im Sealed hatte ich eben eine Mystic Action Attack, die Majestic ist und die mal eben in dem Game einmal für 5 attackt hat und an einer anderen Stelle eben für 5 geblockt hat, weil ich sie mit zurückgeholt habe ins Deck. Deswegen, also, und du hast auch Action Auras, die du auch benutzen kannst. Deswegen muss es nicht immer ein roter Spectre sein, ein roter Instant Aura sein. Kommt aber eben auf die Konstellation deines Drafts oder eben des Sealed an. Deswegen ist die sind so sehr even, sehr, sehr even, die beiden.
Ganz genau, ne? Und wo du es schon erwähnt hast, es gibt halt zu diesen drei Instant-Auras, über die wir schon gesprochen haben, halt eine vierte Power-Karte, eine unglaubliche, das ist das Spectral Manifestation, da kommen wir noch später zu. Und genau das ist halt eine Action-Karte, die du dir nochmal in das Deck kannst mit der Hand. Dann kommen wir jetzt, würde ich sagen, zu den drei Majestics, die uns das Set da bietet. Und zu dem absoluten Powerhouse Auto-Include, ganz klar. Manifestation of Miragai. Da haben wir sogar Geiles letztes Mal beim Teil. Ersteindruck einen kleinen Fehler gemacht, der auch einfach nur mal 4 Value-Punkte gekostet hat. Wir stellen nochmal eben kurz vor: Mystic Illusionist Instant Aura, blau, pitcht 3. Und kostet eben 3, sehr gut. Und kommt eben ins Spiel mit 2 plus 1 Countern, wenn du Chi dafür bezahlt hast. Also für es selbst, du musst schon da reinpitchen in diese Karte. Wie viel auch immer, ist egal. Bekommt es halt 4 plus 1 Counter. So, und Ward ist eben X. Und X ist gleich der Anzahl von plus 1 Marken. So, und wenn. Wir haben es nämlich als 4 bewertet. Der kommt mit 4 Marken, Ward 4. So, okay, du hast aber Ward 4 und eben 4 plus 1er Marken darauf liegen. Das heißt, der ist ein Achter Attack mit Go Again. Jo, das ist schon ziemlich stark. Ja, Ja. muss ein Chi erstmal in der Hand haben, um zu Ja. spielen, und muss dann noch eine Ressource haben, um auch angreifen zu können. Aber ich glaube, jeden Spieler, den ich getroffen habe in Tokio, der das Ding in seinem Sealed-Pool hatte, ist 3-0 oder 4-0 gegangen, je nach Turnier. Ja. Ja, das glaube Ja, ich. du musst ja Ja. einfach darauf warten, dass du den mit deinem Chi hast und dann ist Feierabend. Der ist ja vor allem, du kannst ja sofort attacken. Das ist ja totaler Ja, Wahnsinn. richtig. Absurd, ja. Ne, du schickst einfach mal direkt 8 rüber. Und 8. selbst ohne, ne, wo du wieder beim Value bist, ist eine blaue Karte mit einem normalen blauen Pitch, kommt die für Ward 2 mit zwei Countern drauf, Also für 4. kommt, greift für 4 an und ist Ward 2, sind 6 Value von zwei blauen. Ja, Das ist ist 4 Go immer Again, noch ne? gut. Und kostet halt noch 1, das heißt, du brauchst halt noch eine Karte mehr. Ne? Ja. Ist 4 Go Again und verteidigt 2. Brauchst aber halt noch eine zusätzliche Karte, um es angreifen lassen zu können. Aber selbst da ist es tatsächlich immer noch gut, ja. Deswegen, aber in CC ist es auch definitiv immer dreimal drin. Wird eine ziemlich teure Majestic, bin ich mir sicher. Ja, das denke ich auch. Was ist denn mit den anderen beiden? Werden das auch teure Und Artwork Majestics? ist richtig geil, ne? Sorry. Also mit dem Miragai und Absolut, so, mit dem absolut. Drachen in Rainbow Ja. Foil wird die richtig Ich abgehen. dachte, ich würde euch auf die Nerven gehen mit meinem Artwork-Gedöns, Nee, man deswegen. muss es ja wenigstens mal einmal gesagt haben. Ja, Das ich ist finde das schon in Artwork auch Ordnung. super schön. Also mit dem Schrein und dann ist da quasi Miragai, aber in einer ja, eher fernöstlichen Variante. Mit so, mit diesen langen, geschlängelten Drachen, die fast lindwurmartig sind. Also richtig, richtig cool. Ja, gefällt mir sehr gut. Jetzt stellt sich mir die Frage: Gibt es Miragai dann quasi auch in Myst und sieht der dann anders aus? Ich finde gar nicht, dass er so anders aussieht von dem ursprünglichen, aber ich habe dich einfach mal reden lassen. Das muss ich mir jetzt angucken. Redet mal weiter, ich check das. Ja, was ist denn die nächste Genau. Majestic? Auch einer, an der ich gestorben Auch bin. einer, an der du gesprochen ist es das Sacred Art? Ja, genau, das ist das Sacred Art. Aus meiner Sicht das stärkste Sacred Art von allen dreien. Ist, Benjamin hat übrigens recht, sorry. ist ein blauer Instant, der auch 3 kostet. Ist Legendary. Du darfst ihn also Constructed nur einmal spielen in deinem Deck. Im Limited, wenn du glücklich bist, darfst du ihn so oft spielen, wie du ihn ziehst. Und der sagt halt, such dir von drei Möglichkeiten, die da sind, eine aus, außer du hast eine blaue gepitcht, was meistens der Fall ist, wenn du eine 3-Kost bezahlst. Ist oft so, Alter, if ja. you played, if you played, aber mal hier, jetzt muss ich selbst aufpassen, if you played, dann war Blue Card, ne? Wenn du eine andere blaue gespielt hast, Ja, darfst okay. du dir die 3 aussuchen. Und das ist halt unglaublich stark. Du machst erstmal noch so zwei Spectral Shield Tokens, dann tust du einen +1 Counter auf jede Aura mit Ward, die du hast. Das heißt, die beiden Shields, die du gemacht hast, haben Ward 1, da tust du schon mal einen Counter drauf. Und auf jede andere Aura, die du hast, kommt auch noch einer drauf. Auf jede, das ist einfach insane. Und dann kriegst du noch den Transcend, drehst das Ding noch wieder um, nimmst es in der Hand, um auch noch für alles mit allem angreifen zu können. Klar kostet das erste Spectral Shield nichts. Aber die anderen, wo du überall Counter drauf gemacht hast, kosten 1 und dann kannst du mit deinem ganzen Board angreifen. Das Ding ist
Ja, ist echt übel. Ja. Ist heftig. Ist, glaube ich, Nochmal an im der Stelle, CC auch weil so ein was Turning heute. Point, oder? Ja, und auch Auto-Include auf jeden Fall. Hm. Eben nur einmal in dem Fall. Was wollte ich gerade sagen? Da würde ich kurz. Bin ich raus? Ah, verdammt. Ist ein Sollte nicht so Auto-Include? viel dazwischen quatschen, tut mir Nee, leid. alles okay. Ach, verdammt. Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Die ist auf jeden Fall mega gut. Ja, in CC weiß ich es noch nicht. Das wird sich noch zeigen, vielleicht. Ah, schon, Wie gut schon. das. Ja, du Denke ich auch willst, mal. also du. Ja. Die Transited halt auch, ne? Ja. Transcend. Transcended halt auch. Kostet halt 3, ja. In CC, ich sehe sie schon sehr hoch. Also, ich denke schon, dass sie in CC auch in die Decks kommt. Ach ja, genau, Transcend, das war's. Also haben wir in dieser Folge eben beim ersten Eindruck, haben wir es schon mal gesagt, hier jetzt noch nicht so explizit, einmal noch mal ganz kurz. Da wir jetzt ja hier auch wieder ein Mystic Illusionist Instant hier haben, kannst du eben eine andere Transcend Mystic Instant spielen, mit ihr darauf reagieren. Du lässt die erste halt nicht resolven und dann wird immer gecheckt, hast du schon eine blaue gespielt? Ja, ne, und dann kriegst du schon die Effekte. Ne? Du spielst einfach zwei von diesen Instant-Dingern und reagierst, lässt die erste halt nicht resolven und dann kriegen beide ihren Benefit, wenn du nicht regulär schon eine blaue gespielt hast. Das ist nochmal ein kleiner Trick. Haben wir letztes Mal schon gesagt, wollte ich jetzt auch nochmal einmal gesagt haben. Finde Der ich gut, ja. Vollständigkeit halber. Ja, gibt es im Marvel, glaube ich, sogar, ne? Ja, die Ah, gibt es das ist im ziemlich Marvel. geil. Natürlich schick. Was die ganzen schönen Rainbow-Foils, die es auf den Events gibt, ziemlich wertlos macht. Ja, glaube ich. Ich habe aber auf meinem Pre-Release den Marvel gezogen. Haha. Schön. Schön. Und die sind gar nicht mal so oft, tatsächlich. Und auch noch Kommen eine wir zu. schöne. Naja. Auch noch eine schöne, Ja. eine von den Transcend-Karten, Die. ne? Da sprechen wir gleich drüber, ja. Three Wizards Three Visits, genau. ist eine weiterhin Majestic Illusionist Instant Aura, kostet 3 Rot Pitch, ja, und Ward X. Und X ist eben dreimal die Anzahl an blauen Karten, die du in diesem Turn gepitcht hast. Ja, am Anfang fand ich die stärker. Ich finde die nicht so gut, muss ich Nee, ist ein sagen. Maybe für mich. Also in Limited weiß ich auch nicht. Ja, Ich meine, es hat drei Ward Gefährlich. 3, ne? Ich habe es nicht Ungefähr. gesehen. Wurde nicht gegen mich gespielt. Ich habe es nicht selber gespielt. Ist Okay. halt eine Karte, die Turn 0, Turn 1, glaube ich, ziemlich gut ist. Ja, Dann aber das auch im stimmt. Nachhinein nachlässt. Ne? Es ist nur eine rote. Du kannst sie also im Midgame nicht pitchen. Du kannst mit ihr nicht blocken. Du kannst sie natürlich, wenn du versuchst, dein Board, ne, der Case ist, du willst sie im Gegnerzug reinflashen, um irgendwas zu beschützen. Wenn du einfach sie vom Blaupitch spielst, hat sie halt einfach Ward 3. Nee. Where X ist three times, dreimal die Blue Cards im Pitch. Ne? Wenn du eine Ja, blaue ja. hast, ist es Ward 3. Von zwei Karten blockst du drei damit. Das ist schon mal relativ irre. Die Sache wäre, wenn du noch eine Zweier-Aura dazu spielst, beispielsweise ein Haze Shelter, ein rotes Haze Shelter, rotes Three Wizards, zwei Blues dazu, dann hast du Ward 6 und Ward 4 von vier Karten. Blockst du 10 mit vier Karten, auch nicht so unglaublich gut. Deswegen Nee. ist eher clunky, glaube ich. Ja, die kannst du, also offensiv kann die halt aber auch gut sein, ne? Also, wenn Also. du die direkt nimmst und damit los, römerst, beziehungsweise, also, es sollte jetzt nicht so schwer sein, zwei Blaupitches in einem Turn mit ihr aufzuwenden, ja? Ja. Und dann hat sie immer noch 6, ne? Richtig? Ja. Ist eigentlich gut. Also mindestens im Limited. Ja, ist gut, um wiederzukommen, ne? Die Sache ist ja, wenn du zwei blaue oder eine blaue diese Karte und noch eine Karte zum Pitchen, zum Ja, sie ist halt Angreifen. auch instant, ne? Das heißt, du hast noch deinen Action Point, du kannst mit ihr noch attacken, wenn du noch Ressource hast und dann ist dann halt danach dein Turn Ja, vorbei. du musst halt aber drei Karten auf der Hand behalten, ne? Und das bedeutet Ja, dann, dass ja. du im Zug Ja, ja. davor dein Board aufgegeben hast. Und dann ist sie, glaube ich, noch ganz okay, um dann wieder ein neues Board aufzubauen, ne? Du legst sie ins Arsenal.
bist an dem Punkt, wo du dein Board sterben Ist lassen musst. genau, ist eine Comeback-Karte. Genau, du parkst sie dir im Arsenal, du brauchst mindestens drei Karten, dann nimmst du vielleicht eher sogar alle Karten mit, ne? Also 4 bis 5, lässt dein Board clearen von deinem Gegner. Vielleicht, wenn so ein Pick-to-Pieces kommt, was da dein Board sowieso höchstwahrscheinlich removen wird, dann ist sie wieder ganz cool im Limited, ne? Um damit dann wieder gegenzuschmeißen. Pick-to-Pieces macht halt Schaden an Preventable von sich. Und dann geht der ganze Warthops. Aber in Constructed, boah, wird der Slot schwierig, glaube ich. Du kriegst da halt auch halt Karten wie Mirage Metamorph 7 für 1. Einmalig. Und will man nicht poppen. Damit muss sie dann halt, und Block 3, damit muss sie sich halt messen. Deswegen CC eher nein. Gut, damit sind wir dann auch eigentlich mit den Mystic Illusionist-Karten durch, ne? Würde ich auch sagen, ja. Hat lange gedauert. Aber Ja. vielleicht gerade am Anfang, gerade vielleicht am Anfang auch ganz gut, dass wir hier mal ein bisschen mehr drüber gesprochen haben. Und ich verspreche euch, Ich habe die Mechaniken in dem erklärt. reinen Illusionist-Slot wird es dann auch mit den relativ guten Karten deutlich weniger. Dann würde ich sagen, springen wir mal ins kalte Wässerchen Fangen wir wieder mit den Camps und an. Von ja. den Start Illusionists. von den reinen Illusionist-Karten, genau. Da hatten wir eben schon gesagt, du hast ja gerne mal eine rote Aura, eine Action unter das Deck gelegt mit der Transcend-Karte. Und genau da sind wir eigentlich. Die stärkste Kammer ist ganz klar das Spectral Manifestations, gerade im Zusammenhang Ja. mit Cosmo, mit der Waffe. Das Die hatte Spectral ich übrigens auch tatsächlich. Manifestations macht dir halt auf dem Empty Board ein Spectral Shield mit 3 plus 1 Countern drauf. Also quasi macht es dir eine Waffe, die jeden Zug für 4 angreift, ohne dass du dafür bezahlen musst und die dann auch noch Go Again hat, 4 Go Again ohne zu bezahlen. Das ist wirklich ein Schild, den du beschützen möchtest in deinem Zug, im Gegner, ne? Also hier nochmal den Zusammenhang eben eine Waffe, die umsonst haut, eben weil Enigma den ersten Schild-Token eben for free angreifen lässt, der kostet halt der Waffenswing 1 weniger. Ne? Die kannst du meiner Meinung nach in allen drei Farben spielen. Genau, Im weil hier der Limited. Vorteil ist, ne, insgesamt an den Illusionist-Karten im Vergleich zu den Mystic Illusionist-Karten, die reinen Illusionist-Class-Karten, die haben halt auch einen Blockwert, weil es keine Instants sind. Ne? Mit denen kannst du halt auch blocken. Und das macht halt dann die Karte über alle Farben größtenteils auch wirklich spielbar. Ne, natürlich ist es nur ein Zwei-Block hier in diesem Fall. Da gibt es noch eine andere Kammen, die drei Blocks sind. Die wird es vielleicht dann noch eher spielen als das blaue Spectral Manifestations, aber da machst du auf jeden Fall nichts mit verkehrt. Also die ziehen dich auf jeden Fall, hast du genug davon in deinem Pool im Sealed, nimmst du gerne. Also die in Kombination mit den Karten, die wir vorhin genannt haben, sind schon mal eine solide Basis für einen guten Sealed-Pool, ne, für Yep. Enigma. Ja. Auch nicht schlecht finde ich die nächste Vengeful Apparition. Ist auch wieder ein Sieht auf jeden Fall cooler kompletter aus. Regenbogen-Cycle. Also damit meinen wir natürlich, also mit die Spektral Manifestation gerade eben rot, gelb, blau. Ne? Rot macht eben die plus 3 Marken, gelb plus 2, blau eben plus 1. Und die Vengeful Apparition ist eine Illusionist Action Aura, ebenfalls auch, ne, wie alle diese hier. Die gibt es auch eben in rot, gelb und blau. Die blockt immer für 3, was ich erstmal sehr gut schon mal an der finde. Ich hatte auch ein paar davon und war auf jeden Fall nicht verkehrt, die zu haben. Und die haben alle drei Ward 1. Das ist jetzt nicht so viel, aber when this leaves the arena, if you control no Illusionist Auras, also wenn sie zerstört wird und du keine Illusionist Auras hast, you may play your next Aura with cost 2 or less this turn, a third it were an instant. Das heißt, die rote sagt halt, du kannst die nächste Aura in diesem, die 2 oder weniger kostet, als Instant spielen. Und if you do, it enters the arena with a plus one counter. Also wenn du das machst, kriegst du noch einen plus eins counter. Und in dem Cycle ist sie halt bei Gelb darf die Aura, die du instant dann spielen darfst, nur eins oder weniger kosten und in Blau null oder weniger. In Gelb und Blau sind sie eher im Limited ein Dreier-Block und ein Pitch. So sehe ich das.
Und in Rot ist sie durchaus brauchbar, tatsächlich. Ich hätte gesagt, Rot ist sie genau das gleiche wie das Gelbe und das Blaue, aber es ist schon sehr klang. Finste? Es ist schon sehr klangig, ne? Du musst das Ding in deinem Zug ausspielen. Es hat nur Ward 1. Eine rote, die du ausspielst in deinem Zug mit Ward 1 ohne Go Again, weil es nur eine normale Action ist. Damit ist das vorbei. Ne? Du kriegst also prinzipiell erstmal, wenn du sie Kostet null. am Ende in der Chain spielst, ne? Hast du eine rote Karte gespielt, die zwar nichts kostet, aber die ein Value macht, nämlich den einen Ward 1. Und du musst bedenken, wenn du es am Ende der Chain spielst, hast du wahrscheinlich vorher schon mit Auren angegriffen. Und dann spielst du es am Ende. Okay, dann gehst du in den Gegnerzug. Jetzt kommt der Gegner. Die Karte hier, wenn du die benutzt, das Ward 1, was erstmal schon nicht gut ist, macht nur was, wenn du überhaupt keine Schilde, keine Auren mehr hast. Das heißt, du musst alle deine guten Auren, mit denen du davor angegriffen hast, kaputt gehen lassen, um mit der hier was zu machen. Das einzig Positive, was ich halt daran dann sehe, ist, dass du, wenn sie nun wirklich die letzte Aura ist, die kaputt geht im Gegnerzug, dann kannst du im Gegnerzug halt eine weitere Illusionist, ich würde dann halt nur Illusionist-Auren spielen, die Mystic Illusionist kannst du eh als Instanz spielen. Die gibt dir halt hier on die, dass du eine normale Illusionist-Aura als Instant im Gegnerzug spielen kannst, um dann in deinem Zug vielleicht damit anzugreifen. Aber es gibt, wie gesagt, nicht so viele tolle Illusionist-Auras, die du spielen willst, mit denen du dann angreifen willst. Die einzige ist halt, wie gesagt, eben schon Spectral Manifestation. Und das ist nicht mal eine Aura, das ist nur eine Action, die sogar Go Again hat. Von daher für mich ein reiner Drei-Block. Ja, Okay, verstehe. ich hatte tatsächlich ein paar da drin. Aber drei Blocken im Illusionisten-Deck ist tatsächlich gut, ne? Also, jetzt wirklich, also das sind die drei Block hilft dir schon im Limited, ne? Deswegen, also ich hatte ein paar blaue drin, meine ich. Ich glaube sogar eine gelbe, die auch drin. Die blauen spielst du, ne? Drei Block, keine Frage. Die spielst du auf jeden Fall. Ne? Vielleicht auch die gelben. Ich gucke hier gerade durch mein Deck durch, was ich am ersten Tag gespielt habe. Da habe ich auch eine gelbe drin gehabt als Drei Block einfach. Wenn wir Ja, dann. würde ich sagen, was ist denn mit der anderen, mit Solitary Companion? Generell sag ich irgendwie, diese roten Dinger will, diese Illusionist-Dinger willst du im Sealed eigentlich oder im Limited eigentlich relativ ungern spielen, weil sie dir halt immer dein Action Point kosten. Kann ich verstehen. Und es blockt nicht mal drei, ne? Also Und das dafür Event sind ist halt sie. Ward 3. Ach, der Companion, den kannst du schon nochmal, den finde ich schon wieder, ne? Der hat halt das Upside, dass er Ward 3 hat und dir, wenn du ihn auf dem Empty Board spielst, ein Spectral Shield macht. Ne? Stell dir vor, dein Board geht kaputt oder du lässt es kaputt gehen oder du blockst und hast eh schon kein Board. Wenn du die Karte alleine auf der Hand behältst, dann ist es ein Ward 3 Aura, die du legen kannst, die nichts kostet, die dir auch noch ein Spectral Shield macht. Ne, das ist ein 4 für 0 in dem Sinne. Klar erfordert es den Ja. Game State, dass du, ne, quasi kein Board hast und die als einzige auf der Hand hast, vielleicht. Ja, quasi als Plan B. Aber ich finde auch die nicht, also nur die rote. Ich hatte die rote in meinem Deck und ich fand es schön, wenn du die am Ende deines Turns einfach gelegt hast, hast du einfach die Karte, sie ist dann gerade drei wert. Aber drei Ward nochmal vorne hinzulegen, einfach um zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, ein Haze-Shelter mit einem Counter oder halt auch ein Schild mit drei Counter hatte ich, um diese Dinger am Leben zu halten. Dafür sind die Dinger dann gar nicht schlecht, weil ich habe dann diese Turns gemacht, wo ich dann einfach mit dem Haze für fünf hau und mit dem Schild noch angreife, als Beispiel. Oder für vier halt ohne Counter mit dem. Und dann hat es kein Go-Again mehr, das war also mit Counter, also 5 und 1 habe ich dann irgendwie rübergeschickt oder was, oder 5 und 2. Und wenn du dann das Ding hinlegst, noch als Karte, dann hast du da erstmal wieder richtig Speck liegen, den er erstmal abfrühstücken muss. Deswegen, also in Limited sind die schon okay, also Ja, wie gesagt, die ne, roten. wir können mal gleich eine Karte auch weiterspringen, das Sigil of Solitude. Das ist eine Ja. ähnliche Karte. Die hat sogar dann Ward 4 in Rot und macht halt kein Spectral Shield und hat auch noch den Nachteil, dass am Start deines Turns, wenn du keine Illusionist Auras mehr hast, musst du sie zerstören. Aber du zerstörst sie ja eh im Gegnerzug eigentlich schon, um sein Damage zu preventen. Von daher, das ist eine ähnliche Karte, die du als Defensive dann am Ende deiner eigenen Chain in deinem Zug legen kannst.
Das ist lustig. Ich hatte vier davon in meinem Pott. Ich habe alle vier nicht gespielt. Ja, ich finde die auch nicht so geil. Aber das ist halt wirklich Filler, ne? Prinzipiell, ne? Benjamin, du willst du hast den auch Kram schon hier gesagt, nicht? spielst du eigentlich mindestens 15 Blues im Deck, ne? Und Ja, kann ich verstehen, hast ja. dann so 10 Reds und dann noch ein bisschen Yellow willst du eigentlich ungern spielen, aber das kommt dann irgendwie mal so hin. Ja, aus Und Illusionist sind die anderen Karten die interessanten, die gleich jetzt noch genau. kommen, die Und wenn du halt, Rares. wenn du halt keine, gerade bei den Generics, da gibt es halt auch noch eine Menge Route, die du in Illusionist spielen kannst. Wenn du da keine mehr hast, dann spielst du so ein Ding hier halt einfach, ne? Wir sind auch Single-Minded Determination übergangen. Was ist das für euch? Ich finde die eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Ich nicht. Zwei für fünf ist nett. Also, Ja, das Gute du ist hast Block aber keinen 3. Endpoint mehr halt, ne? Das ist Ja, klar. halt das Problem. In dem Sinne ist es erstmal nur eine 2 Ward 2 für 2, Genau, ja, deswegen sage ich ja nett. Also die ist du jetzt nicht. genau, die du entsprechend beschützen musst im Gegnerzug, weil, ne, wenn du drei Counter drauf hast, möchtest du sie Genau, natürlich also nicht erstmal erhalten. die Karte mal vernünftig erklärt. Ja, so. Kostet 2, Block 3, hat Ward 2 und als Rote bringt sie eben, wenn du ansonsten keine Illusionist-Auras im Spiel hast, kommt sie mit 3 Countern dazu, in Gelb mit 2 und in Blau mit einem Counter. Das heißt, du hast von Blau dann Ward 3, 4, 5 nach oben sozusagen. Also Attack Value und immer Ward 2, Entschuldigung. Limited nur die blaue, weil es ein blauer Dreierblock ist und du mal am Ende des Turns, wenn du irgendwie noch Ressourcen oder sonst irgendwie was über hast, kannst du ein Ward 2 hinlegen. Ja, ne, weil auch da wieder ganz klar, du spielst sie nur in deinem eigenen Turn, wenn du Ja. Ward State hast. Dann kommt sie für Ward 2 mit drei Countern. Heißt, du musst sie, willst sie ja natürlich dann auch im Gegnerzug entsprechend beschützen, weil das deine Waffe quasi ist. Du kannst sie aber halt auch nur mit drei Karten aus deiner Hand verteidigen, weil du musst immer noch eine behalten, um dann damit anzugreifen, wenn du damit angreifen willst. Nicht so wie mit dem Spectral Shield, ne? Das kannst du mit vier Handkarten verteidigen und kannst mit dem Spectral Shield mit drei Countern, kannst du umsonst angreifen, mit dem kannst du hier nicht umsonst angreifen, ne? Deswegen ist die hier deutlich clunky, ne? Ja, Aber ein also Dreidrop. die, wir können pauschal sagen, die Commons von Illusionist sind viel, viel schwächer als die Commons von Mystic Absolut. Illusionist. Und die meisten Filler im Limited-Format wirst du hier rausziehen. Okay, Entschuldigung, die eine sehr gute Common ist noch Spectral Manifestation. Alle anderen sind in dem Bereich mehr oder weniger Filler und Ressourcengeber im Kampfslot. Genau, Blockkarten, Blockkarten Kreditkarten. und dann genau bevorzugt dann eher, deswegen hatte ich eher die Dreierblocks gerne noch mitgenommen in Blau zum Beispiel, die wir ja gerade genannt hatten. Ja, dann gehen wir zu den Rares, die sind schon Jo, wieder die sind cool. interessanter. Ja. Haunting Spectre könnte dir auch wieder gefallen. Was ist das für ein Artwork? Ich erkenne es gar nicht. Es Das ist irgendjemand mit einer Fuchsmaske. ist eine Fuchsmaske. Ja, Okay. dieser neue, ne, was ist das, siebenschwänziger Fuchs? Gibt es doch in der japanischen Mythologie, oder? War das der neun- oder siebenschwänzige Wenn, Fuchs? dann Weiß ich sind gar neun. nicht. Neun, ne? Neun? Ja, okay. Ja. Okay, dann ist es sowas wahrscheinlich. Kann Ein sein. Geist, also ein, ja, wahrscheinlich weiblich gelesener Geist, also Sieht hübsch aus, also ja, das Bild. genau. Die eine Fuchsmaske auf hat mit Fuchsöhrchen und ja, ich glaube. Was ist das? 1, 2, 3, 4, 5. Erzählt Auf mal. jeden Fall ein paar Fuchsschwänzchen hat. Ja, Haunting Spectre ist eine Rare, gibt es auch wieder im Drei-Farben-Cycle. Block 2 Illusions Action Aura, kostet 2, hat eben Ward 4, 3 und 2 und sagt, wenn die aus der Arena, also wenn sie zerstört wird, bekommst du einen Schildtoken, einen Spectral-Schildtoken und wenn du keine weiteren Auren hast, bekommt dieser ein plus 1 Counter. So, und die finde ich wiederum wieder sehr gut als Rare. Die hatte ich auch Ja, im finde ich auch Limited. cool. In welcher Farbe findest du sie am besten? In welcher Farbe ich sie am besten finde, das ist mir bei der fast egal, weil die Blauen, die pitchen für Blau, Blau und Rot. Ich würde selbst die Gelbe, glaube ich, mitnehmen, weil ein Ward 3 hinzulegen am Ende meines Turns, also ich gehe davon aus, dass ich meinen Turn mit Go Again beende, Ja. ein Ward 3 am Ende meines Turns hinzulegen, der mir noch ein Schild macht.
Dafür kann ich zwei bezahlen, finde ich okay. Ne, er macht ja nur ein Schild im Gegnerzug, wenn er zerstört wird Ja. und du keine anderen Auren mehr hast, wenn der ganze Nee. Ort schon zerstört ist. Nee. Doch. Nein. Ach, Du nee, der macht bekommst. den Counter. Ja, Ja. er macht den Counter. Aber gerade deswegen, die Stärke dieser Karte ist halt, dass sie egal welcher Pitch es ist, ein Spectral Shield macht, der eventuell sogar noch einen Counter bekommt. Ne? Die Genau. Also Wortzahl da drauf dieses ist relativ der garantiere egal. Schildtoken ist nämlich das Gute. Und in dem Moment sind immer die Blauen am besten. Ne? Vielleicht ist der Rote nicht weit dahinter, aber der Blaue ist halt sofort ein Auto-Include in jedem Sealed Pool, den du hast. Also ich finde sie alle drei, für ein Sealed finde ich sie alle drei auf jeden Fall pickable. Ja, wie gesagt, ob du den gelben spielst und den roten, Ja, wenn hängt von du. von deinen anderen roten Karten Und ab, den hängt von Ratios halt, ne? den Ratios Also. dein Blocks, ne? Du willst, sind Zweierblocks, ist dann auch immer nicht unbedingt das Beste. Deswegen Blue Pitch auf jeden Fall, die anderen auch stark, aber muss man dann gucken. Ist auf jeden Fall besser als der andere Kram gerade. Genau. Wollen wir dazu zu sprechen kommen, zu anderen Rare? Zur Essence of Ancestry. Jo. Einer von drei Essenzen, ne? Genau, jeder Held hat eine. Also erstmal hat jeder Held so ein Ding. Und dann gibt es ja auch noch, sind sie alle unterschiedlich, je nach Farbe. Ja, richtig, richtig. Ja, leg mal los. Genau, die sagt halt, ne, ist auch wieder ganz normal, eine Illusionist-Action-Aura. Hast also, dann brauchst du einen Action-Point dafür und die sagt, when this leaves the arena, if you control no Illusionist Auras, the next time you would be dealt damage by a Red Source System, prevented. Und, kostet 0, Block 3, also erstmal Standard erfüllt. Dreierblock, schon mal eine gute Karte. Kostet 0, ist eine gute Karte. Nachteil halt entsprechend, kostet dich auch den Action-Point. In Sachen, was bringt diese Karte? Schwierig. Schwierig. Die rote ist ein Drei-Block, hat Ward, genau, sie haben alle Ward 2, sind Das also, finde ich wieder gut in Kombination mit dem Dreierblock und null Kosten. genau, sind ein bisschen underrated, wenn du sie im ersten Mal ausspielst, weil es nur eine 0 für 2 ist quasi. Allerdings musst du dann auch mal deine Matchups betrachten. Gerade gegen, ja, gegen alle Helden ist sie eigentlich relativ gut. Ne, die Sache ist ja, Im Limited. im Limited, dein Gegner muss weit gehen. Du lässt das Ding hier auf der ersten oder zweiten Attack poppen und verhinderst dann den Damage von der nächsten roten Attack des Gegners. Es muss aber auch, wie gesagt, die letzte Aura sein, die das Battlefield verlässt, damit dieser Effekt eintritt. Ist halt auch ein bisschen clunky zu spielen. Deswegen, ja, ist okay. Drei Block. Ne, Blau spielst du auf jeden Fall den drei Block. Ansonsten auch immer, kommt es darauf an, ob du nicht was Besseres hast oder nicht. Ja, und im CC sehe ich sie eher auch als schwierig an. Also ich habe schon Listen damit gesehen und so, aber ich weiß nicht. Ja, da kannst du natürlich ein bisschen besser tacken, ne? Also gerade im CC werden dir halt rote Attacks von den meisten Gegnern um die Ohren gehauen. Und wenn du dann einen Gegner hast, der wirklich ein bisschen wider geht. Ja, was ich aber einfach sch echt schlecht finde, ist halt. Der Effekt bei ihr, ne, nicht so wie gerade bei dem Haunting Spectre, da tritt halt nur ein, wenn du dein Board geklärt hast. Ja. Und du, ganz ehrlich, wenn mein Board geklärt ist, ob ich da jetzt noch die nächste rote auch noch ins Gesicht geknallt kriege, weiß ich nicht. Ob das den Unterschied macht, weißt du, wie ich meine. Ja, dein Board ist eh weg und dann Die ist es vier nur Schaden, Damage in dem Sinne, ne? ja, dann kriege ich halt noch, prevente ich halt noch vier Schaden, okay. Aber ich habe eh ein Problem, wenn mein Board geklärt wurde. Deswegen, vielleicht schmeckt mir das gerade auch so an der Karte nicht, dass sie mir noch mal etwas hilft, wenn gerade sowieso Kaka war. Aber wie gesagt, ein Kayo kannst du vielleicht damit ärgern, ne? Der rote Text behält. Lässt du das Ding und vielleicht einen anderen Ward 3, den du noch irgendwie hast. Die nächste Karte war mein Okay. MVP übrigens, Warte, also einer kurz, meiner weil der MVPs. Trick ist ja auch, ne, when this leaves the arena, ne? Du hast Ja. beispielsweise das Ding liegen und noch eine andere Ward-Aura. Du kannst Replacement-Effekte selber ordnen. Du Das lässt ist klar. natürlich dann immer erst die andere Aura kaputt gehen,
und dann die hier auf die gleiche Attack zum Beispiel, ne? Und dann tritt der Effekt trotzdem ein und das ist so ein kleines Gimmick noch, wo du darauf achten musst, in welcher Reihenfolge man sein Ward benutzt halt. Ja, das haben wir auch noch nicht gesagt. Das ist wichtig tatsächlich. Du als Besitzer dieser Wards weist eben zu, welcher, auch wenn da jetzt 4 Schaden kommen und du hast ein Ward 2 und 2 Ward 1er, dann sind nicht einfach alle deine 3 Wards weg, sondern du definierst, in welcher Reihenfolge die zerstört werden. Das ist schon wichtig. Wird quasi nacheinander abgearbeitet. Und dann kann man eben mit diesen Effekten, von denen man dann Benefits eben bei den ganzen anderen auch eben rausziehen kann, da kann man dann noch ein bisschen von profitieren. Muss es halt richtig machen. Genau, mein MVP aus dem Sealed, Ancestral Etchings, hatte ich zweimal in Rot. Astral. Sag ich doch, Astral Etchings. Habe ich Ancestral gesagt? Yep. Astral Etchings ist eine Illusionist Action. Die blockt für 3, kostet 1, gibt es wieder in Rot, Gelb und Blau. Und die Rote macht plus 3 Counter auf eine Aura mit Ward, die Gelbe plus 2 und die Blaue plus 1. Und sie sagen eben, wenn du ein Spectral Shield Token besitzt, kannst du das Ding wie ein Instant spielen. Und das ist einfach super geil. Dass du eben instant nochmal plus 3 geben kannst, sozusagen im Reaction-Step, da schon den ersten Schaden rein sneakst und du eben auf einer Aura schön Counter stacken kannst, die du dann einfach nur noch für den Rest des Spiels im Leben halten musst. Plus ist ein Dreierblock in allen Farben für mich spielbar im Limited. Absolut, ja, sehe ich auch so. In CC sehe ich die roten und die blauen vielleicht sogar. Ja, kommt dann wirklich auf die Builds an. Ja, genau. Ist auf jeden Fall eine gute Karte. Ja, wie gesagt, im Zusammenspiel zum Beispiel mit einem Waning Vengeance. Ne, spielst im Gegnerzug vom Blaupitch dein Waning Vengeance, hast dein Ward 3, das du vielleicht irgendwo für brauchst, machst das Ding kaputt oder das Ding geht kaputt, mach dir ein Spectral Shield vom Waning Vengeance. Du spielst das hier als Instant, tust noch 3 Schild, 3 Counter auf dein neues Schild, das du gerade gemacht hast und greifst dann in deinem Zug ohne Handkarten damit wieder für dich an. Ne? Das ist halt wirklich gut. Ja, die Majestics sind auf jeden Fall wieder cremig, alle 3. Also tatsächlich alle 3 für Classic Constructed und oder auch wahrscheinlich im Limited sehr coole Picks. Fangen wir mit der an, die ich hatte. Das wäre 10.000 Year Reunion. Die habe ich in meinem 10.000, ja. Die hatte ich in meinem Sealed Pool. Illusionist Action Aura blockt für 3 und kostet 8. Ganz entspannt, ist ein Rotpitch. Hat Ward 10, ist schon mal mächtig, aber eben was Geiles. Du kannst 3 plus 1 Counter von anderen Auren entfernen und damit ist sie dann kostenlos. Also du kannst sie, brauchst die Kosten nicht bezahlen und das ist halt so schon. Sick, das ist sowohl in Limited sehr gut als auch in Classic Constructed. Da brauchen wir, glaube ich, nicht viel darüber diskutieren. Also davon habe ich, damit hat der Benjamin mich im Pre-Release so richtig mit den Hintern versohlt. Ja, ich habe ihn schon gerade ziemlich geärgert und dann habe ich quasi, hatte schon hart Druck auf die Platte und Board und dann lege ich ihm auch noch den 10er Board noch dazu. Dann war der andere nicht so amused. Ja. Nee, richtig. Und da haben wir ja auch gerade schon gesagt, in CC auch richtig gut, wenn du die spielen kannst als Instant über die Legendary Schuhe. Einfach mal 10 noch losschicken in dem gleichen Turn, ist schon hart, oder? Ja, wie gesagt, das war so mein erster Eindruck zu diesem Prism Glisten Cosmo Bild, wo ich sage auch, ja, pass auf, ich gehe first als Prism, spiel mach irgendwas und spiel ein Glisten drauf und tu also 4 Counter auf irgendeine Waffe und nimm dann drei wieder runter, um den hier noch hinzulegen und all so eine Geschichte. Und dann habe ich irgendwie kamst du dazu, ich glaube mit der anderen gelben Majestic, dass du dann Turn Zero als Prism Ward 6 und Ward 10 hinlegst, mit Counters auf den Dingern drauf. Und damit dann, wenn du sie halten kannst, durch den ersten Zug des Gegners, dann mit einem gelben Pitch für 6 und 10 angreifst. Das ist so
Das fand ich ganz lustig. Ja, das darf man eben halt auch nicht vergessen, dass es Illusionist-Karten sind. Die gehen halt in Prism auch, ne? Also von der Theorie her. Naja, auf jeden Fall. Sollen wir So. dann mal zu dem Rage Spectre gehen, wovon wir Ja, eben genau. gesprochen Wir haben haben? jetzt Der noch finde ich auch zwei cool. Karten. Wir werden wahrscheinlich jetzt dann auch mit diesen Karten gleich abschließen. Einfach aus Zeitgründen. Rage Spectre hatte ich ja vorhin schon mal angeteased, ganz kurz. Und André, du darfst gleich deine neue Lieblingskarte vorstellen, wegen dem Artwork. Eine meiner neuen Lieblingskarten, Ja, ja, bitte. genau. Illusionist Action Aura, 3 Block, kostet 2. Rage Spectre, auch ein cooles Artwork. Das ist so ein asiatischer Teufel oder sowas, eine asiatische Ich würde Teufelsgeisterfigur, was da sagen, so so ein brennt Dämon oder so ein irgendwie. Geist, ja. Ja, genau sowas. When this enters the arena, if you control no other Illusionist Auras, gain one Action Point. Das heißt, dann ist es eben eine Action Aura, die den Action Point wieder zurückgibt, weil sie kein Go Again hat. Dann doch, aber nur bei leerem Board. Und during your turn, this ward has 6 Ward, otherwise 1 Ward. Also 6er Ward in deinem Turn, 1er Ward im Gegner-Turn. Heißt, in deinem Turn kannst du immer für 6 damit angreifen. Ist dann 2 für 6. Ist schon mal gut und ist so, wenn du sie einfach nur, wenn, ja, okay, 2 für 6, wenn sie Go Again hat, ne? Dann hat sie einen Wert von 7 auch, weil sie im Gegner-Turn auch noch 1 blockt. Dann hat sie einen Wert von 7 für 2. Aber eben kein Action. Aber von einem leeren Board spielen ist sie schon mega geil. Einfach mal 6. Genau, als Blaupitch der 3 Block, ne, Kann man mal machen. gerade auch im Limited, Macht alles. macht alles, was du möchtest. Ne? Macht alles. War Sehr nur gute einmal Karte. wahrscheinlich, weil Ward 1 natürlich dann doch ein bisschen ist. Aber es ist so, ne, du willst ja eigentlich, wenn du im Gegnerzug was beschützen willst, dann sind es eigentlich deine Ward 1-Dinger. Ne? Sei es ein Spectral Shield mit Counters drauf. Oder sei es jetzt dieses Ding hier, das dann in deinem Zug wieder für 6 angreifen kann. Das sind Dinger, die du eigentlich beschützen möchtest. So, André, letzte Karte des Abends und eine deiner Miau. Lieblingskarten, genau. Ja, also das ist Restlund Quiescence. Und zwar ist es eine Illusionist Instant Aura und kostet nix. Ist ein Yellow Pitch, blockt für nix. Sagt, wenn es die Arena betritt, dann darfst du irgendeine Anzahl von plus ein Attack-Counter von Auren, die du kontrollierst, darauf packen. Und einmal pro Zug als Instant kannst du einen davon removen und einen Spectral Shield Token kreieren. Und das Ding hat selber Ward 2. Und das ist meine Lieblingskarte, weil da ganz viele Miezekatzen drauf sind. Beziehungsweise Miezekatzengeister. Also so süß. Und sie ist einfach auch insane. Auch wieder eine Karte, an der ich Ja, geboren Premium. bin. Echt? Ja, dieser Mirror, den ich vorhin beschrieben hatte, ne, wo ich Ja. einen richtig guten Start habe und er dann mit dem Haze Shelter zurückgekommen ist. Er hatte halt auch eine rote Etchings und genau diese Majestic. Sonst wäre er nie wieder zurückgekommen. Und er hat es halt wirklich so Ja. zusammengespielt, ne, wenn sobald du eine Aura mit dem Counter liegen hast, du spielst das Ding hier. Greifst damit, ne, ziehst die Counter rauf, kriegst Go Again, greifst damit an für Go Again, dann machst du noch einen Spectral Shield davon, der greift auch wieder für Go Again an, für 2 Go Again, für 1, ne, er macht nur einen Spectral Shield, er gibt ihm keinen Counter. Gut, aber die Karte ist halt auch, die ist so flexibel und so gut. Aber der Schild Token könnte trotzdem noch für eine Ressource theoretisch auch noch angreifen. Also Ja, gibt beziehungsweise dann für die Matte ist einfach nur minimal nochmal verbessert, aber nur ganz geringfügig. Ist einfach krass, eben die ganzen Einser-Counter, die man eben schon verwendet hat, nochmal zu verwenden in einem gebündelten Attack. Die Ward 2 ist auch nochmal nice to have, noch so dabei, ne? Absolut, ja. Und eben dann auch wieder dieses, das ist auch halt geil, indem du halt wieder eine Marke runternimmst, wieder diesen einer Spektralschild-Token nach vorne zu schmeißen, also sozusagen auch in die erste Combat-Chain wieder ein bisschen Puffer zu haben, Puffer zu generieren, um einen Breakpoint, einen Vierer oder so wieder zu verhindern mit dem einen Schild, was du dir wieder gemacht hast, nachdem du vielleicht sogar damit sogar auch nochmal angegriffen hast für die letzte Ressource in deinem Turn. Mega Flexibilität, kannst viele Sachen mitmachen. Eine der besten Karten auf jeden Fall.
Ja, sehe ich auch so. Und das Bild macht das nochmal noch Genau, besser. und es sind Katzen drauf. Ja, Ja, ey, ist das wie ganz viele bei. kleine Katzen. Wenn es so eine dicken Miezekatze, das repräsentiert die Karte halt auch so gut und es ist Ja, einfach das ist, großartig. erinnert mich total an Alice im Wunderland. Diese Die rauchende fliegende, Katze, rauchende Katze, ja. die Geisterkatze, die Dicke im Hintergrund, irgendwie erinnert die mich so ein Ja. bisschen daran. Ich erinnere die Katze an So. meinen Kater, der genauso dick ist. Ja. Gut. Ja, ich würde sagen, wir sind schon zeitlich relativ weit Richtig, fortgeschritten, genau. weswegen ihr uns in der nächsten Woche mit dem Rest des Sets leider alleine hören müsst, ohne den Nils. Dann kommt ihr auch schneller durch, dann sabbel ich nicht so viel. Das ist vielleicht ganz Nö, gut. das war aber Also, schon sehr gut. ich glaube, ich bin derjenige, der am meisten unnötiges Zeug sabbelt. Nee, also auf jeden Ja. Fall an der Stelle. Gut, wir müssen ein bisschen einkürzen, einfach wegen Termin. Das ist halt so. Wir haben jetzt euch die Ja, Mystic stimmt. Illusionist und die Illusionist-Karten vorgestellt. Den Nils hat sie sehr häufig, wie er heute gehört hat, einsetzen können durch die ganzen Seals, beziehungsweise sehen können. Also hat auf jeden Fall mit Sicherheit für aktuell heute eine der höchsten Spielerfahrungen im Live-Spielen mit eben diesen neuen Karten. Ist auf Enigma sehr steil gegangen, Day 1 in Calling Tokyo. Glückwunsch auch nochmal dafür. Herzlichen Glückwunsch, ja. Danke, danke. Ich konnte nicht viel verkaufen vom ersten Tag. Ich konnte mir von meinem ersten Tag in Warschau auch gar nichts verkaufen. Aber immerhin hat man diesen einen guten ersten Tag gehabt, oder? Ja, Also doch, auf jeden den Fall. nimmt ja auch keiner. Ne? Und den darf man auch einfach nicht vergessen, dass der eben sehr gut war. Meiner in Warschau und deiner nochmal ein Game mehr und entsprechend noch besser im Sealed in Tokio. Danke eben auch für dein Feedback, was den kurzen, also die kurzen Impressionen von deinem Tokio-Trip und dass du hier dran teilgenommen hast, macht die Folge einfach nochmal interessanter für die Hörer und so weiter. Ja, und genau, den Rest des Sets übernehmen André und ich dann in der Genau. nächsten Folge, wo wir auf die restlichen von Zen, Nu, Generic und Mystic eingehen. Ein paar Richtig. Mystic-Karten hatten wir ja schon angeteased, so ein bisschen, so ein paar haben wir ja auch besprochen, weil die halt im Kontext, im Limited eben eine Rolle spielen. Genau. Ja. Morgen rippen wir direkt eine Runde. Stimmt, wir nehmen nämlich Ne? gerade am 30.05. auf vor Release. Morgen wird gerippt. Machen wir das eigentlich mit Kaltgetränk oder ohne? Nee, wir erstmal ein normales Box-Opening. Also Box-Opening Ja. mit Kaltgetränk ist ja eine Ich Sonderreihe. hab extra ein leckeres Kaltgetränk für uns besorgt beim Rippen, aber Dann das machen wir dann off-cam. machen wir ein anderes Mal sonst auch. Ja. Ich habe ja noch mehr Karten. So. Ja, Aber Nils, Nils, du wolltest du bist noch was sagen? Warrior-Spieler? Ich bin Warrior-Spieler, von der ersten Minute bis zur letzten. Ah, vielleicht kann man dich auch mal auf den Decktag anhauen. Ja, mal gucken. Warrior ist, glaube ich, jetzt in der neuen Meta nicht ganz so gut aufgestellt, aber Okay, ja. kommt dann erst wieder, wenn Bolton seine neue Defense Reaction bekommt. Ja. Ja, schauen wir mal. Sonst noch irgendwas, was du Cool. da lassen möchtest, Nils? Nee, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, auf jeden Fall. Hat mir Vielen, Spaß vielen Dank gemacht. fürs Dasein. Und ich denke mal, wir werden uns dann bald mal wieder auf den Nationals wahrscheinlich dann spätestens wiedersehen, ne? Ja, das ist korrekt. Wir sehen uns spätestens auf den Nationals wieder. Ja, und dann wünschen wir allen Hörern danke fürs Zuhören und ja, habt eine schönere Woche und haut rein. Gute Bis dann. Puls, ne? Gute Puls für euch alle, die schon bei Day One rippen. Und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss.